Okay, und damit moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Livestream. Ich hoffe mal, das Ganze funktioniert gerade und ja, herzlich willkommen. Natürlich auch ein großes herzlich willkommen an alle Leute, die diesen Livestream vielleicht jetzt in Videoform gucken. Ihr dürft sehr, sehr gerne einen kleinen Like da lassen. Es freut mich, dass hoffentlich ein paar Leute jetzt hier gerade auch dabei sind. Da sehe ich zumindest hier im Chat ganz viele. Da werde ich mal ganz kurz Fenster im neuen Chat öffnen. So, damit ich auch die Leute im Chat gleich mal so ein bisschen angucken kann, was ihr denn da so schreibt. So, warte. Ist das live? Ja, das ist komplett live. Wir haben es gerade 15.06 Uhr. Und es ist der 20.03.2019. So, das läuft schon mal. Scheinbar. Also die Leute schreiben, hey Palle, Gude, hey Palette. Okay, das ist sehr gut. Dann werde ich jetzt mal ins Spiel springen. Und es regnet. Wie so oft. Auch in meinem Herzen. Oh. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ich hab's vergessen. Ist aber auch nicht ganz so wichtig. Ach so, stimmt. Es müsste jetzt eigentlich möglich sein. Ach stimmt, zwei Sachen gibt's. Ich weiß nicht, ich kann das leider auch während des Livestreams immer nicht fixen, weil ich habe hier vorne noch eine Webcam. Es könnte sein, dass es nicht hundertprozentig synchron ist. Also meine Fresse mit dem, was ihr gerade hört. Okay, warte mal, da hat gerade jemand subscribed. Ja, da sieht man's. NiggiTV29, herzlich willkommen. Und das zweite war, ich glaube, ich hab's vergessen, weil ich dumm bin. Aber, meine Damen und Herren, das Thema des heutigen Tages für diesen Livestream ist, wir wollen 1000 Dollar verdienen. Das ist unser erklärtes Ziel. Oh, ich bin ein bisschen nervös, Leute. So Livestreams, das ist ein bisschen komisch. Zudem habe ich leider auch, das ist blödes Timing, ich habe Kopfschmerzen. Aber ich habe mir gedacht, Sandra, danke für den Euro. Schöne Grüße gehen raus an dich. Und magst du Eishockey? Leute, ihr müsst kurz gucken. Super Chat, da habe ich keine richtige Widget. Unib, herzlich willkommen. Ihr müsst das, wenn, unten in der Videobeschreibung. Da ist so ein Link. Da könnt ihr donaten und dann sieht man das auch. Oh Gott. Biscuiana Gamer, herzlich willkommen. Ich versuche natürlich alle vorzulesen, aber wir müssen los, stimmt. Denn hier, ne? Peterson will mal hier ein bisschen Medikamente verkaufen und der Tabak 28,6. Eine sehr üble Angewohnheit. Das könnt ihr laut sagen, aber damit machen wir jetzt unsere Kohle. Wir müssen, ich kann euch das mal kurz zeigen. Ja, so. Zack. 420 Kilometer müssen wir fahren. Ich hoffe, dass gerade alles funktioniert, dass ihr... Oh, warte mal, ich glaube... das Game ist zu laut. Okay, warte, kein Problem, Leute, Alter. Peterson, mach das dann. Oh Gott, was drücke ich jetzt hier? Ich kann es ein bisschen leiser machen. Ist alles kein Problem. Peterson macht's leiser. 10 Dezibel leiser. Jetzt gucke ich mal kurz. Ja. Ja, obwohl, wenn ich gleich den Motor starte, dann muss ich den Sound hier natürlich auch nochmal ein bisschen runterschlürpen, ne? Das ist ganz klar. Lelek Let's Play. Herzlich willkommen, Lelek. Leute, Superchat kann ich nicht vorlesen. Das tut mir leid. Ach, ich bin hier völlig verwirrt. Wir fahren hier noch nicht mal los. Ah, da, hier kann ich es. Kann ich 15, 17 Dezibel. Ja, das sollte reichen. Sarah, herzlich willkommen. So, ja, 420 Kilometer. Ich guck nochmal. Ja, jetzt ist das hier alles redig. Widdeck, herzlich willkommen, Widdeck, Alter. So, dann setze ich mich rein. Ist denn hier ansonsten, gucken wir mal, wie ist es um unser Auto bestellt? Ja, nicht so unbedingt geil, Omadiko. Wir haben ja Easy Info, herzlich willkommen, Easy Info. Das ist eine gute Zeit hier am heutigen Tag. Chaoskatze. Ah, ich muss gleich mal eine Sache nachgucken. Oh, warte mal, ich muss hier kurz in den Shop. So, schauen wir mal, alles easy going. Mann, das ist immer, hier sind immer, ich weiß nicht... Die wenigsten von euch haben vielleicht schon mal gestreamt. Aber für jemanden, der das nicht so oft macht, ist es alles manchmal so ein bisschen krass. Weil sekündlich kommen hier neue Nachrichten. Mike, ich glaube, ich werde mal eine Sache machen. Weil das ist hier ein Ticken zu groß. Und das ist so, wenn wir dann gleich ein bisschen spielen. Ich pack das mal hier. Da kann man immer noch den Namen lesen. Hier, Maximilian Sebacher.
So, ist das ein faires Ding? Zack. Und ich möchte auch noch mal sagen, Leute, ihr müsst nicht donaten, ihr müsst nicht irgendwie Member werden. Wenn ihr mich kostenlos und entspannt supporten wollt, dann gebt einfach bei Fortnite den Creator-Code Paluten ein. Das wäre cool, wenn ihr das machen würdet, müsst ihr auch nicht machen. Es ist alles komplett freiwillig. Mich hat auch letztens einer angefahren, weil er meinte, warum gibst du deinen Creator-Code an, du spielst doch nicht mal täglich Fortnite. Und da dachte ich mir, chill doch mal. Also ich meine, ich gebe hier den Leuten die Möglichkeit, wenn sie Bock haben, mich zu supporten und eben nicht donaten wollen oder Merch kaufen oder sonst was, einfach eine komplett entspannte und kostenlose Sache an. Also da verstehe ich die Leute nicht. Warte mal, ich kann den ganzen Kram doch auch hier verkaufen, oder nicht? Dann habe ich doch gleich mega viel Platz. Ja, warum mache ich das denn nicht, Alter? Hier, dann nehme ich mir hier den ganzen Tabak. Schmeiße ich mal weg. Hier 28,6. Oh, ich muss kurz nochmal die Seite raussuchen. Du wurdest angefahren. Ach, ich wurde viel. Oh, jemand hat 1 Euro donated. Das werde ich gleich alles nochmal vorlesen, Leute. Ich kann jetzt aber auch nicht ständig Pause machen. Wir werden uns um das Ganze gleich kümmern. Ich hole mir jetzt erstmal Cashmash in meine Tasche, Junge. In meine Cashmash, in meinen Mull. Palle, hab jetzt Karate. Ja, viel Spaß beim Karate, Alter. Mach so einen Karate-Job für mich und hau die anderen um. Obwohl, das ist eigentlich nicht das, was man bei Karate macht, oder? Ist doch eher, ne? Selbstverteidigung. Oder ist Taekwondo Selbstverteidigung? Ich weiß es nicht, Alter. Niggi TV. Danke für den Euro, Niggi TV. So, warte mal jetzt. Hier ist ja auch noch Tabak. Alter Schwede, damit könnten wir ziemlich geilo Medico Rich werden. Warte mal, da ist doch auch noch was. So, zack. Das packe ich nämlich hier alles. Mann, ich will da unten an die komischen Dinger. Jetzt muss ich ja alles auf den Boden werfen, weil da ist noch was. Jawoll. Zack, Alter. Pidizzle gönnt sich jetzt hier schön. Aber mal sowas von die Monietos. Habe ich noch mehr? Nee. Okay, dann gehen wir einfach mal rein, Alter. Jopi ist ein Member. Danke, Jopi. So, hallo, guten Tag. Ho, 189. Nee, ich will nicht den Hebel drücken, Alter, um da hier irgendwas abzubrechen. Ich will Los Monietos Money. So, die packe ich hier aber trotzdem mal nochmal rein. Ich muss jetzt auch, glaube ich, brauche sowieso noch ein Motorreparaturset. Soll ich die auch direkt alle verhökern? Ich muss mal kurz googeln. Warte mal, halte mal kurz den Ball flach. Ah, nee, warte. Jalupi Sell Prices. Wie war das bei Medizin? Da, Item Prices Range. Medizin 32,60. Ja, doch. Also, wenn das maximal 32,60. Ja, okay, es sind nur 24. Aber eine Ladung Medizin kann ich trotzdem einmal verhökern. Einfach, um ein bisschen mehr Platz zu haben. Das, glaube ich, allein schon eine gute Sache. Dann werden wir hier mal ein bisschen was reintun. Alter, Patrick Kienberger hat 5 Euro donated. Danke, Brudi. Wie lange streamst du schon? 5 Minuten? 5 oder 10? Wir hatten am Anfang ein paar, ja, technische Probleme. So würde ich sie einfach mal nennen. So, zumindest ein bisschen Medizin hier verkaufen. Weil ich brauche Platz. Wir müssen heute, also zumindest ist es mein Ziel für den Livestream. Wir wollen die 1000 Dollar. Die will ich, oder Ostmark. Aber es gibt leider kein Zeichen für Ostmark. So, warte mal. Jetzt gehe ich mal hier mit dem ganzen Kram in den Laden und sag, yo, Junge, kauf meinen Kram. Hallo, so. Markan, auch nochmal 1 Euro donated. So, jetzt hier aber. Zack. Ah, oh, sie hat kein Geld mehr. Du bist eine 1. Aber warte. Wir müssen ja. Es gibt kein Motorreparaturset. Bitte was? Was ist das denn für ein unseriöser Laden? Oh Mist, ey. Das ist tatsächlich ein klitzekleines Problem. Was kostet hier der Wein? Oh! Oh ja, warte mal. Ja, hier so ein Vino für 25. Wenn wir Glück haben, können wir den in der nächsten City aber, ne,
sowas von gut verkaufen. Hier für 100 oder so. Ja, das mache ich auf jeden Fall. Junge. Ich gönne mir jetzt hier die Wine Bottles. Zack. Weil dann kann ich auch gleichzeitig hier noch ein bisschen was von dem ganzen Kram verkaufen. Wolfblack ist jetzt auch ein... Nee, Wolfflack? Ach, ich bin schlecht mit Namen. So, jetzt kannst du es wieder nicht leisten, ne? Dann kaufe ich aber trotzdem wieder noch ein paar Weinflaschen. So, einmal hier, einmal da. Zu viele will ich aber eigentlich auch nicht haben. Ja, doch, eigentlich schon. Wenn ich in einer anderen Stadt dafür 100 bekomme, dann ist es einfach ein geiler Deal. So, dann nochmal die beiden hier verkaufen. Ja, perfekt. Dann, achso, ich muss mein Portemonnaie holen. So. Dann gehen wir mal hier ran an den Speck. Einmal, wie viel Kohle haben wir denn eigentlich? Oh, 48. Alter, wir sind ja ein richtig armer Schlucker. Oh Mann. Warum sind wir nur so arm, Leute? So, aber jetzt sind wir rich. Sehr gut. Und wir haben vor allen Dingen ganz viel Wein. Das ist klasse. So, schön hier rein. Weil das könnte uns echt ziemlich großen Profit bringen. Jede Flasche ein Huni. So, warte mal. Jetzt bringe ich erstmal die beiden Sachen wieder raus. Ah, sehr gut, sehr gut. Was lese ich denn da im Chat? Schreibt da etwa einer schmeckt? Oh. Sorry, Leute. Ich weiß nicht, was da los ist. Das macht mich immer ganz kirre. So, jetzt schauen wir doch mal, dass wir hier ein bisschen Öl reinpumpen. Optimal. Nee, ich mache eine fette Mischung, weil dann hält der Motor länger. Zudem werden wir jetzt mal hier schön die ganzen Buddels reinpinölen. So, zack, zack, zack. So, alles schön rein hier. Kate! Hat 2 Euro donated. Danke, Kate. Ja, warte mal, da kann ja schon wieder hier rein. Und dann gehe ich nochmal kurz. Ey, das macht mich echt ein bisschen... Ich habe keinen Bock, mit so einem halb kaputten Motor durch die Gegend zu fahren. So, nochmal 2 Weinflaschen. Ah, da würden noch 2 sein. Donutsuchti. Ey, Leute, ich muss euch was gestehen. Ich versuche ja momentan, weil der Sommer kommt. Und Pidüssel hat vielleicht in der letzten Zeit zu viel Kaiserschmarrn gegessen. Und dementsprechend versuche ich gerade so ein bisschen, Sport zu machen. Und gesund zu essen. Aber letztens hat es mich überkommen. Da dachte ich mir so, du hast jetzt richtig Bock auf was Süßes. Und das Problem ist, in einer Großstadt wie München kann man tatsächlich Donuts bestellen. Und damit meine ich richtig geile, leckere, frische Donuts. Und dann hat sich Pidüssel einfach mal gedacht, okay, heute ist dein Tag, du bestellst dir einfach mal richtig geile Donuts. Oh, die waren so lecker. Oh, ich habe so ganz normale, einerseits mit diesem glasierten Zuckerguss, Weltklasse, aber die fast noch besser waren so Apfeldonuts. Also, das war dann mit so einer Apfelmus-Füllung, außen auch noch so schön glasiert, bisschen Zimt war noch so oben drauf. Oh, Leute, das war krass. Alter, Mike hat 10 Euro donated. Mike ist MVP. Lukas Steiniger hat auch subscribed, also ist hier Member geworden auf YouTube. Also, ich sag's nochmal, vielen Dank, es ist alles wirklich nicht nötig. Es ist wirklich nicht nötig, wenn ihr Pidüssel irgendwie supporten wollt in irgendeiner Form und ihr habt zum Beispiel, keine Ahnung, ihr wollt einfach nicht donaten oder so, was vollkommen okay ist. Ich brauche es wirklich nicht. Es ist reiner Support. Dann gebt einfach den Code Paluten an. Also den Creator-Code. Und vor allen Dingen, schickt mir gerne, das könnten wir eigentlich während des Livestreams auch machen, schickt mir da gerne mal ein Bild auf Instagram. Dann kann ich mich darüber auch bedanken. Das ist immer das Mindeste. So, ja, ich glaube, ich bin ready to go. Wie viel Zaster hat Palette? 298. Das bedeutet, uns fehlen noch circa 700 Ostmark. Ey, das ist echt ein bisschen viel. Robert Pauritsch, danke Robert. Sei gegrüßt. So. Dann machen wir mal die Möhre an. Zack. Bisschen Licht an. Einmal, oh Gott, oh scheiße, ich bin über diesen blöden Korb gefahren.
Wisst ihr was? Ich mach mal No Risk, No Fun, Alter. Ich mach ein bisschen Mugge an. Ich muss hier längs. Was ist das für Musik im Radio? Radio Berlin International mit dem Programm in deutscher Sprache. Ah, mit dem Programm in deutscher Sprache. Habt ihr das gehört? Wo ist der Onkel? Ja, der Onkel war einfach weg, der miese Harald. Der ist einfach weggegangen. So, jetzt, hier muss ich längs, ne? Muss ich hier längs? Was ist verboten? Oh, Glück gehabt, Alter. Hier sind nämlich Kippen verboten. Glücklicherweise habe ich die alle verkauft. So, warte, ich hier mal ran. Hola! Papiere bitte! Arrest! Och. Ja, hier, erst, ja, bitte. Haben sich manche Leute auch wieder beschwert. Hör auf mit dem Arrest sagen. Hör auf mit dem Schmiegt. Oh, sagen. Ach, Leute. Die Leute müssen sich einfach mal entspannen, einen Gang zurückschalten und so einen richtig geilen, saftigen Donut essen. Das war wirklich so das Beste. Einfach mal ein bisschen das Leben nicht zu ernst nehmen. Weißt du, wenn ich dann schon immer auf Twitter, ist da wieder der nächste Shitstorm angesagt und der beeft sich mit dem. Und denke ich mir immer, ach Leute, Alter. Oder der beleidigt den. Also vor allen Dingen auch, was YouTube-Kommentare und so weiter angeht. Da ist der Ton meiner Meinung nach in den letzten Jahren definitiv rauer geworden. Also da wird teilweise mit Schimpfwörtern nur so um sich geschmissen. Wo ich mir so denke, oh Leute. Also, habt ihr nichts Besseres mit eurer Zeit zu tun? Als Paluten zu gucken? Ah, Nicole, ein Euro donated. Danke, Nicole. Hast du die Papiere wieder genommen? Ja, meine Papiere liegen hier rechts. Siehst du die? Oh, ich muss mal ein bisschen auf die Road achten. Denn wir müssen ja den geilen Kram uns schon hier gönnen. Ich werde auch gleich mal... Oh Gott. Da, Dubrovnik, 420 Kilometer. Kann es sein, dass irgendwie ein... Oh, Scheiße! Oh Gott, ein Reifen von mir geplatzt ist? Irgendwie habe ich das Gefühl. Lieber Sinan und alle Leute... Oh Gott. Die über Superchat werden die Sachen leider nicht angezeigt. Ihr müsst da unten in die Videobeschreibung gehen. Just to let you know. Julian, danke. Ich möchte das auch nochmal wiederholen. Es ist wirklich überhaupt nicht nötig. Oh, warte, ist hier rechts irgendwas? Ich meine, hier ist ein Leuchtturm. Also, sorry, wenn bei so einem Leuchtturm nichts ist. Hier ist doch tausendprozentig was. Dann kann ich mal kurz checken. Nee, meine Reifen sind 1A. Was ist denn da los? Oh, ich muss mein Licht ausmachen. Ach. Warte, kurz mal rum hier. Zack. So, ich gehe mal kurz gucken. Kann ich da hochklettern? Sandra, 8,80 Euro gespendet. Vielen Dank, Sandra. Vielen Dank für dein Trinkgeld, Donation. Nennt es, wie ihr wollt. So, warte, ich gehe jetzt mal hier ran. Klopf, klopf. Hallo? Wohnt hier jemand? Nee, ach Mann. Ey, ich dachte, dass hier tatsächlich irgendwas ist. Aber hier ist ja nichts. Was ist das denn für ein Reinfall? Ach, Mann, einzige Enttäuschung. Ach, Netto, danke. Spielst du mal wieder Fortnite? Ja, irgendwann spiele ich auf jeden Fall mal wieder mit den anderen Fortnite. Das macht Mike Sachen, vielen Dank. Jetzt habe ich den Faden verloren. Na, Fortnite ist immer so, einerseits, das habe ich auch letztens, der Part ist aber noch nicht online, ich habe mit Revi einmal Fortnite aufgenommen. Ich muss einfach sagen, ich gebe es gerne zu, ich bin schlecht in Fortnite. Das ist auch kein großes Geheimnis. Trotzdem macht mir das Spiel tatsächlich unheimlich viel Spaß. Auch wenn ich immer mega viel Hate dafür kassiere. So, wenn man das vergleicht mit anderen Videos. Weil bei unter einem normalen Fortnite-Video habe ich meistens so 1000 Dislikes. Einfach nur, weil es Fortnite ist. So, ich kann den Hate verstehen, dass einige Leute es nicht mögen. Aber es steht immer im Titel. Man sieht es so klar, dass es Fortnite ist. Ich werde definitiv nicht zu einem freaking Fortnite-Channel.
dafür genieße ich es einfach mittlerweile, viel zu sehr ganz viele verschiedene Spiele zocken zu können. Also, das macht einfach so viel Spaß, den verschiedenen Simulatoren. Jetzt auch sowas wie Jalupi. Ich habe gar keine Lust, mich auf nur ein Spiel festzusetzen, was ich dann die ganze Zeit zocke. Also, dann mache ich halt mal mit den anderen ein bisschen... Oh, ja! Loot! Mache ich mal mit den anderen ein bisschen Hide and Seek. Oder mache mit den anderen irgendwie die Olympischen Spiele oder sonst was. Das macht mir unheimlich viel Spaß. Ich möchte mich gar nicht mehr so auf nur ein Spiel versteifen. Versteifen. Lol. So, warte. Meine Kiste rutscht. Die Kiste rutscht. Aufknacken. Als ob ich... Wieso ist... Oh Gott, ich hab mein... Oh, scheiße. Ah, okay, rein hier. Ey, was ist denn da los? Wieso ist ein Wein nur noch 12,90 wert? Also, ich weiß, dass der, glaube ich, wenn man wieder zurück nach Hause fährt, dann ist er wieder mega viel wert. So, warte mal. Ich bunker jetzt erstmal hier schön meinen Wein. Wenn ich das irgendwie schaffe, rein damit. Es könnte sogar sein, dass nicht alles passt, ne? Zack. Ja, es passt. Alter, potenziell 100, 200, 300, 400, 500. Ey, wir könnten, wenn wir das Ding irgendwann richtig gut verkaufen, locker $1000 damit machen. Also das wäre mega krass. Also dazu würde ich mal sagen, das schmeckt. Oh, sorry. Ach, ich... Manchmal muss man auch einfach die Leute ein bisschen triggern. Es tut mir leid. Ich weiß, den einen oder anderen geht das mega auf den Sack, wenn man das sagt. Aber es ist so verführerisch. Weißt du? Es ist so verführerisch. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich eben gesagt habe. Ich habe es vergessen. Oh Gott. Ja, jetzt hier geradeaus. Ey, krass, wir könnten das echt gut schaffen mit den 1000. Und dann, ey, wenn wir die 1000 Ostmark haben, dann können wir sowas von shoppen. Dann werden wir den krassesten Luftfilter einbauen. Vor allen Dingen auch oben auf dem Dach. Da kann man kann ja noch so einen Dachgepäckträger installieren und auch noch zusätzlich noch so ein anderes Teil. Also, obwohl, ich glaube, ich würde tatsächlich erstmal in diese Extras investieren. Und gar nicht unbedingt jetzt den schnellsten Motor. Obwohl, warte, den haben wir ja. Oh Gott, ich bin vollkommen überfordert, Leute. Es blinken hier die ganze Zeit irgendwelche Chat-Textnachrichten. Und, oh Gott! Und ich muss jetzt zeitgleich noch spielen. Ich bin Mann. Ich kann nur eine Sache gleichzeitig. Und die noch nicht mal besonders gut, meine Damen und Herren. Ach, Leute. Der Wagen kämpft sich hier aber trotzdem. Die Leute haben auch gesagt, dass der Luftfilter etc. wesentlich mehr bringt. In puncto, ne? Spekulatius Power. David Cool 5. Warte mal, ist V, ist doch eine 5, oder? Ich kann die römischen Zahlen überhaupt nicht mehr. Ich weiß, ist schon fast peinlich, aber ja gut. Machst du nix. Da machst du nix. Leute, ich möchte es nochmal sagen, benutzt bitte nicht den Super Chat. Die Sachen werden über Super Chat nicht im Stream hier angezeigt und ich habe da auch keinerlei großartige Einsicht. Deshalb, wenn ihr donaten wollt, was ihr überhaupt nicht müsst, dann macht das über den Link unten in der Videobeschreibung. Dankeschön. Henning Stoll, herzlich willkommen. Warte mal, da vorne ist wieder... Oh! Ja, der Leuchtturm, da ist wieder nix. Wann kommt hier eigentlich mal eine Tankstelle? Das wäre wirklich eine... Oh Gott! Eine sehr, sehr... Oh, scheiße! Sehr, sehr geile Sache. Ich glaube, ich mache mir gerade richtig meine Reifen kaputt. Indem ich aus Versehen über diese Hügel fahre, Alter. Paluten, I love you. Oh, danke. Ich weiß nicht, wer du bist. Streamst du jetzt eventuell öfters? Ja, ich will auch öfter streamen, weil Streaming macht echt extrem... Oh, warte, jetzt nicht darüber. Extrem viel Spaß. 210 Kilometer noch bis nach Dubrovnik. Aber, ja, manchmal passt es einfach nicht. Da hat gerade einer 50 Euro gespendet. Oh, Norik hat 1 Euro gespendet. Keine Sorge, Leute. Ich werde gleich nochmal gucken. Weil über diesen Link, den ich unten habe, da habe ich jetzt direkt eine Einsicht. Und dann kann ich euch das auch zeigen. Ein Autowrack! Ja, leckos mio!
Zack, Alter. So. Dann gehen wir mal hier ran, ne? Schauen wir mal hier. Zack. Und Schlauchvergaser. Ist das gut? Schlauchdesign. Leitet Luft zum Treibstoff. Ich guck einfach mal. Schlauchvergaser. Interessante Erfindung. Einmal kurz hier auf. Warte, hat er Reifen? Oh, der hat Reifen. War meine? Zwei. Ja, okay. So, warte mal. Das ist der Standardvergaser. Ja, warte mal, aber dann schmeiße ich den weg, Alter. Und dann gönne ich mir hier schön den Schlauchvergaser. So, wie sieht's denn jetzt hier aus? André Bronut. Vielen Dank. Alter, die Reifen nehme ich doch super gerne. Kann ich die alle hier eigentlich hinten reintun oder passt da nur ein Reifen rein? Ja, wahrscheinlich nur ein Reifen. Ja gut, dann muss ich jetzt mal ganz kurz hier die aufbocken. Warte mal, habe ich denn hier 2 von 3, 2 von 3, 1 von 3? Oh, warte mal, da müssen wir mal gucken, wie viele Reifen da vorne sind. Jemand hat 100 Schweizer Franken donated. Oh, vielen Dank. Wie gesagt, ich guck gleich mal nach. Alles gut, Leute. Oh, der hat auch nur 1 von 3 und der 3 von 3. Ja, das ist doch eine schöne Sache. 2 Reifen passen rein. Ja, okay, dann müssen wir gleich mal gucken. Wir werden jetzt erstmal, ich würde mal sagen, auf der anderen Seite erstmal rangehen. Dass wir den 1-3er hier wechseln. Der Geländereifen. So, einmal hoch. Abschrauben. Dann abkanten. Hier, wie sieht's mit dem aus? Hat auch noch 2 von 3. Okay, wir packen jetzt erstmal hier den, packen wir wieder ran. Dann wird er natürlich hier erstmal schön festgeschraubt. Das ist sehr wichtig. Immer festschrauben, Leute, weil sonst landest du im Dreck. Okay, dann nehme ich den. Der kommt einmal hier hinten rein. Zack. Passen wirklich 2 rein? Tatsächlich. Ihr seid ein Genies. Gut. Der Rest 2 von 3, 2 von 3. Alles gut. Alles super. Warum hat er eigentlich Verkaufswert von 0? Ach, weil das halt... Weil das einreift... Warte mal, aber der hat ja trotzdem hier 20. Verkaufswert 0. Der hat einen Verkaufswert auch von 0. Nö, ist alles gut. Gut. Mimimi. Nee, Minimi. Danke für den Euro, Minimi. So. Oh. Hier ist ja noch ein Reifen. 2 von 3. Ja, aber das bringt... Ja, Verkaufswert 13, Alter. Was will ich denn mit 13? Ich bin Multimillionär. Mit einem Bankkonto von... warte, lasst mich kurz gucken. 300 oder hatten wir 400? Ne, 300 nur, ne? Ah. Einzige Enttäuschung, meine Damen und Herren. Eine einzige Enttäuschung. Modo, gehst du an? Dankeschön. Wieso kann ich nicht losfahren? Hä? Was ist denn los? Wieso bin ich nicht losgefahren? Hä? Oh! Ja, gut. Das erklärt natürlich einiges, weshalb ich nicht losfahren konnte. Es hat niemand gesehen. Absolut niemand. Okay. Licht an. Mucke wird auch wieder natürlich angemacht. Und dann alle jetzt zu Hause vor den Livestreams oder, oh Gott, die sich das Video angucken. Da vorne ist Loot. Schön die Hände hoch. Und jetzt alle. Schön die Hände hoch. Okay, jetzt mal schauen hier. Dankeschön. Einmal aufbrechen. Und... Oh, eine Flasche Wein. Ja, okay, die passt jetzt wirklich nicht mehr hier rein, ne? Doch! Astrein. Was ist hier drin in dem kleinen Paket? Textilien oder was? Würste. Passen hier irgendwo noch Würste rein? Tatsächlich, alter Schwede, dieses Auto ist einfach ein absolutes Raumwunder. Gut, dann machen wir mal an. Und Kofferraum ist zu und dann geht's weiter. Krass, wir haben aber schon übertriebenst viel gefunden. Hofi hat 10 Euro gespendet. Danke, Hofi. Du bist MVP.
Und ich bin, das hat mich am Anfang mega irritiert. In letzter Zeit schreiben immer voll viele Goat. Was ja irgendwie, ja, dass man der überkrasse Babbo ist. Irgendwie die Bedeutung davon. Das, ich habe das nur bei Shindy gesehen. Shindy hatte das in irgendeinem, was war das, Titel? Titel für irgendwas? War auf jeden Fall Goat. Hat mich mega verwirrt. Da kommt man ja gar nicht mehr mit bei der Jugend, was die alle für Ausdrücke verwenden. Ist denn Babbo noch aktuell? Yo, yo, yo. Oh. Hier, warte mal. Hier können wir mal schön kurz tanken, weil wir haben nur noch Hälfte. Hier könnte ich, bekomme ich hoffentlich auch ein Reparaturset. Sagt die Jugend halt heutzutage doch, Chabos wissen, wer der Babbo ist? Ach, das war eine gute Zeit, Alter. Mit Hafti. Was treibt Haftbefehl eigentlich? Ich meine, der war ja eine Zeit lang, war der auch mal total angesagt. Aber jetzt hört die Jugend immer diesen Kapital Bra. Das ist einer, der ist verrückt, der Junge, der ist verrückt. So, ich tanke jetzt hier mal kurz. Optimale Ölmischung, das ist natürlich, oh, magere Ölmischung. Das ist natürlich nicht so schön. Aber vielleicht fahre ich auch einfach mal mit einer mageren. Ich muss aber unbedingt mal was reparieren. Gehst du 2019 auf die Gamescom? Ja, ich werde da sein, aber bitte, bitte tut mir einen Gefallen und geht nicht... Oh, Entschuldigung, du musst dafür zahlen. Oh, tut mir leid. Tut mir einen Gefallen und geht nicht auf die Gamescom, um YouTuber zu treffen. Es wird zu 90% eine Enttäuschung sein, weil die Gamescom halt einfach übertriebenst überfüllt ist. Ich werde wahrscheinlich definitiv auch wieder eine Autogrammstunde haben, aber, und würde mich auch freuen, wenn ihr da seid, aber ich bekomme nach der Gamescom immer so viele enttäuschte Nachrichten und sehr, sehr viele Beleidigungen von Eltern, die dann schreiben, sie sind so arrogant, machen da nur 2 Stunden Autogrammstunde und ich denke mir so, ja, ich bin doch auch nur Gast auf der Gamescom. Ich komme dahin, bin dann auf den verschiedenen Bühnen, aber es ist ja nicht so, dass ich sagen kann, hey Leute, lasst mich mal bitte 12 Stunden jetzt hier auf diesem Stand Autogramme schreiben. Zumal muss ich auch sagen, nach ein paar Stunden Autogramme schreiben, bin ich auch einfach platt. Es ist für mich, gebe ich auch gerne zu, einfach absoluter Stress. Also ich bin dann mit der Situation auch teilweise dann einfach doch schon ein bisschen überfordert. So viele Menschen, die da sind, so Menschenmassen, man ist wirklich jeden Tag, ja, keine Ahnung, wie viele Stunden auf dieser Messe. Im Grunde genommen von morgens bis abends. Und dann ist man einfach irgendwann platt. Das ist einfach so. Aber es macht Spaß. Es ist immer. Am Ende des Tages ist es immer noch die geilste Zeit des Jahres. Aber es ist halt einfach auch wahnsinnig anstrengend. So, jetzt werden wir mal ganz kurz ein wenig hier reparieren. Und zwar einmal. Einmal Motor. Einmal Luftfilter. Ja, den. Ja, mal auch Schlauchvergaser noch einmal. Okay, der ist schon wieder weg. Ich baue nochmal so ein Reparaturset. Was geht denn ab im Chat? Wann ist die Gamescom? Oh, die ist irgendwann im... Oh, warte mal kurz mal hier auf dem Boden. Ich muss das hier nochmal kurz wegpacken. August würde die sein. 17. August? Kann das sein? Irgendwie sowas in der Richtung. Zack. So, jetzt muss ich das nochmal kurz bezahlen. Alter, mega Let's Play hat gerade ein Emote benutzt. Facecam hat schlechte Qualität. Ja, das liegt daran. Einerseits... Geht's halt nicht anders, weil das ist jetzt nicht meine Facecam, die ich normalerweise für meine Videos benutze, sondern das ist so eine Logitech Webcam. Weil meine andere kann ich, ich schaffe das nicht, die richtig in den Stream einzubinden. Weil ich habe das mit der Elgato, oh, wie heißt das, Camlink probiert. Das hat bei mir aber leider nicht hundertprozentig funktioniert. Und dementsprechend hatte ich nur noch die Alternative, damit ihr mich überhaupt seht. Auch wenn ich glaube, ich es nicht hundertprozentig synchron ist. Aber es geht halt nicht anders, Leute. Verzeiht mir. Bitte haut mich nicht. Haut lieber... Oh! Kann es sein, dass ich Wasser brauche? Ja. Ja, ich muss auch nochmal Wasser kaufen. Batterie werde ich nochmal reparieren. Und dann lübbel ich nochmal einen schlimmen Wasser, Alter. Movi, Alter, hat 5 Euro donated. Danke, Movi.
So, einmal bitte Wasser und jetzt laufe ich schon wieder dahin. Ich bin den ganzen Tag nur am... Doch, es ist 100%... Die Cam ist perfekt! Doch, ist synchron! Ja! Alter Schwede! Das hätte ich nicht tatsächlich nicht gedacht. Weil ich habe gefühlt eine Dreiviertelstunde daran rumgespielt und dachte, oh nein, warum ist der Mist nicht synchron? Warum ist das nicht synchron? Und die Zeit wurde immer knapper, bis der Stream startet. Und dann habe ich irgendwann einfach gesagt, okay, ich muss jetzt einfach das nehmen. Weißt du, es geht nicht immer alles perfekt. Und Adolf ist voll. Und dann, ja, aber das ist cool. Das freut mich. Das ist nice. So. Zack. Jetzt füllen wir hier kurz mal ein bisschen was in den Tank. So, damit wir wollen eine fette Ölmischung, Alter. Schön fett das Ganze. So wie deine Mutter. Wer hat das gesagt? Wow, unglaublich. Unglaublich. Oh, hi, Palette. Palette, geh mal kurz. Palette. Hallo? Kann man die Palette kurz zur Seite gehen? Unglaublich. Was für eine arrogante Palette. So, dann machen wir hier mal zu. Und dann... Du kannst klauen, ich weiß. Aber ich habe irgendwie gehört, dass das zum Teil auch Bugs verursacht. So. Voll getankt und einem Koffer voller richtig kranker Sachen. Werden wir... Oh, warte mal. Wollt ihr nicht die Reifen verkaufen? Obwohl, ich behalte die Reifen erstmal. Die kann man immer gebrauchen. Ich muss nach links, ne? Ja. Alles fit im Schritt? Ja, ich glaube schon, hoffentlich. Was machst du nach dem Stream, Palle? Danach werde ich wahrscheinlich die Folge Minecraft Mörder hochladen, die heute noch kommt. Rechts? Ach, scheiße! Oh, danke Stream-Chat. Danke, Chat. Vielen Dank, Chat. Wehe, ihr habt mich angelogen. Dann rede ich nie wieder mit euch, Leute. Ach, muss man einen Schluck Wasser trinken gegen meine Kopfschmerzen. Mmh. Ah, super leckeres Wasser. Ah, Spaß ist Wodka, nein. Leute, trinkt nichts. Alkohol ist böse. Robert hat 1 Euro gespendet. Danke, Robert. Was ist hier links? Achso, hier links geht's runter. Ist da unten irgendwas? Ich guck mal von hier oben. Oh ja, da liegt was. Da ist auch was. Oh, warte mal. Jetzt müssen wir kurz hier wegklicken. So, steigen wir kurz aus. Oh, da sind sogar 2 Sachen. Sehr gut. Das Problem ist nur, wir haben keinen Platz mehr. Deswegen hoffe ich schon fast, dass da nichts Wertvolles drin ist. Und es sind beides verschlossene Kisten. So. Alter, Charlene hat 5 Euro donated. Vielen Dank, Charlene. Fühl dich gegrüßt. Wann kommt Murder Mystery? Ich schätze mal so um 19 Uhr. Ja. Könnt ihr von ausgehen. Guckt euch notfalls die gestrige Folge Olympia an. Ach, die war wieder klasse. Das macht Spaß. So, aufgebrochen. Ja, Kaffeebohnen. Das ist zumindest schon mal gut. Das ist nämlich nur absoluter Mist. Das nehme ich nicht mit. Und hier drin ist... Medizin. Doch, Medizin hoffe ich einfach mal. Beten wir zum lieben Buddha, dass hier noch Platz ist. Hier. Nein, kein Platz mehr. Ja, dann schmeiße ich Würstchen weg, Alter. So. Medizin, Alter. Als würde ich die wegwerfen. Oh, was? Warum machst du Videos? Hä? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe irgendwann damit angefangen und jetzt kann ich einfach nicht mehr aufhören. Und es ist auch einfach das, was meine Miete bezahlt. Wenn ich keine Videos mehr mache, dann, okay, dann wird es nicht direkt knapp mit der Miete. Aber, ja, das ist halt das... Das ist das, was das Essen auf den Tisch bringt. Weißt du, weil er so ein verfressener Harald ist,
da muss man ein bisschen mehr arbeiten, damit der satt wird. Kilometer noch. Das ist doch schön. Wie lange streamst du noch? Ja, bis... Ja, also ein bisschen werden wir auf jeden Fall noch streamen. Stündchen doch, oder? Ich geh mal davon aus. Okay, ich muss eh nichts mitnehmen. Also da unten rechts hätte was sein können, aber... Ich fahre jetzt durch nach Dubrovnik. Hol dir den Dachgepäckträger. Ja, versuche ich doch. Aber den kann ich mir... Obwohl, kann ich mir den leisten? Ich glaube, der kostet 350. Und... Oh! Oh, das war knapp, Alter. Fast komplett gegen die Wand gekarrelt, weil da so eine Ölspur war. Warst du auf einem Gymnasium? Nee, ich war auf keinem Gymnasium, sondern auf einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe. Das bedeutet, von der Klasse 5 bis 9 sind alle Schüler in Klassenverbänden zusammengefasst. Abgesehen davon gibt es noch in, glaube ich, Mathe, Deutsch, Englisch, Physik gab es ABC-Kurse. Da wurde man halt eingeteilt. Und je nachdem, wie gut oder schlecht du warst, musstest du eben nach der 9. die Schule verlassen mit einem Hauptschulabschluss. Nach der 10. mit Realschule und dann eben nach der 13. Klasse mit dem Abitur. Und ich weiß, man mag es tatsächlich nicht für möglich halten, aber ich bin im Besitz eines Abiturs. Keins, was Rekorde gebrochen hat. Allerdings, ja, hab ich's. Warte mal, ich glaube, ich muss hier nach links. Ah, nee, warte, da unten ist Shop, oder? Nee, aber da oben ist Hotel. Ich muss zum Hotel. Meinung zu Artikel 13. Meine Meinung werde ich am 23.03. Hier in München auch meine Meinung einfordern. Denn es werden ja am 23.03. deutschlandweit Demonstrationen stattfinden gegen Artikel 13. Dort werde ich auch auf jeden Fall teilnehmen. Ich rufe auch jeden dazu auf, ebenfalls teilzunehmen. Zumindest, wenn ihr gegen Artikel 13 seid, wenn ihr dafür seid, ja gut, dann ist euch in dem Sinne auch nicht mehr zu helfen. Nein, um Gottes Willen. Also ich will jetzt hier auch keine unüberlegten Äußerungen zu Artikel 13 raushauen. Zumal habe ich mir eigentlich, weil so politische Statements oder auch politische Ansichten möchte ich im Normalfall aus meinem Kanal raushalten, weil... oder habe ich auch bis dato rausgehalten? Weiß nicht. Ich wurde so erzogen. Meine Eltern haben mir nie gesagt, was ich wähle. Was sie wählen, um mich in der Hinsicht nicht politisch irgendwie in irgendeine Ecke zu drängen oder zu denken, hey, meine Eltern hätten jetzt zum Beispiel SPD gewählt. Deswegen denke ich als Kind oder als Jugendlicher, auch jetzt wähle ich auch SPD, sondern, oder genauso machen das auch Lehrer. Die Leute sollen sich eine eigene Meinung bilden, auf welcher politischen Seite sie letztlich stehen. Und, ja. Aber trotzdem ist Artikel 13 scheiße. Ist einfach so. Das ist jetzt einfach mal runter. Ich habe ja auch zu Artikel 13 ein Video gemacht. Und es gibt auch zahlreiche Rezo, Solmecke, die haben allesamt sehr, sehr geile, informative Videos über das ganze Thema gemacht. Und da bin ich auf jeden Fall... nicht so, ey, jetzt gib mir doch mal jemand Kohle. Nicht so kompetent, wie die es zum Beispiel sind. Deswegen guckt euch diese Videos an. So, Zimmer 2A, das bin ich. Aber zuvor gehe ich noch mal ganz kurz... Ich komme hier, passe hier nicht durch. Kurz mal Leute belästigen, hallo? Ach Mann, verschwinde. Ach Mann, keiner hat mir Kohle gegeben. Was denn da? Ja doch, aber Sandra German Let's Play... 8,80 Euro. Könnten wir die bitte ins Spiel transferieren? Dankeschön. Und Bilder Pro HD. Magst du Cracker? Meinst du die Cracker, die man so in Dips dippen kann? Dann sind Cracker Weltklasse. Und Wintercracker ist auch cool.
So, aber warte, ich klopfe jetzt auch nochmal. Vielleicht hat sich ja hier irgendwas. Ich versuche hier drin zu schlafen. Verschwinde. Ach man, warum sind die Leute immer so gemein? Wann gibt es Ark 2? Das dauert jetzt erstmal, bis Manuel und ich nochmal zusammen Ark Let's Play starten. So, warte mal, hier die Tür. Nee. Ach, schade. Okay, ich habe gerade Minus gemacht. Das ist auch lange nicht mehr vorgekommen. Gut, dann würde ich mal sagen, um einen neuen Preis zu erhalten für den ganzen Kram, weil hier können wir mit den Preisen selbst die... Obwohl, 24 für Medizin? Warte mal, ich guck kurz. Medizin, ja, kann bis zu 32 wert sein. Egal, no risk, no fun, Alter. Setz mein Motto. Jetzt gucken wir hier einmal die nächste Strecke. Und da bekomme ich eine Oh, ich habe eine E-Mail bekommen, Leute. Ah, okay. Rewe Lieferservice. Ich bin gewechselt. Ich war ja immer... Oh, hier, 420 Kilometer. Ich habe ja vorher immer bei Amazon Fresh bestellt. Kann ich niemandem empfehlen. Amazon Fresh, tut mir leid. Nur negative Erfahrungen mitgemacht. Ist der hinterletzte Müll. Oh Gott, der Chat-Radar. Chat, ihr schreibt zu viel. Oh Gott, da schreibt einer einfach nur schmeckt. Jetzt würde ich gerne mal wissen, bin ich jetzt Multimillionär? Hallo? 27 ist Scheißpreis. 36! Dios mio! Eieiei! Junge, wie rich wäre ich denn gewesen, wenn ich die... Alter Schwede, 36. Krass. Manu Groni hat einen Euro donated. Vielen Dank, Manu Groni. So, dann machen wir die Möhre mal an, verkaufen die Medizin. Oh, ich würde ja am liebsten mich einmal zurücksetzen, weil dann, glaube ich, könnte es sein, dass wir wieder schön Huni für Wein bekommen. Das müsste man eigentlich schon fast machen, ey. Das wäre so verführerisch. Ich gucke jetzt erstmal in den Leica Store. Ich gucke mir mal, was ich... Vielleicht kann ich mir da ja irgendwas leisten. Zack. So, gehen wir mal rein. Zack. Hey, Grüße. Ja, schauen Sie sich ruhig unseren Katalog an. Ja, mache ich. Ihr Katalog, danke. Ja, einmal umblättern. Extras. Der Dachgepäckträger kostet 300. Ja, ich glaube, das werde ich auch machen. Ich hole mir den Dachgepäckträger für 300. Ich glaube, das ist eine geile Sache. Dann werden wir die Medizin verkaufen. Und dann sollten wir, glaube ich, auch bei 300 landen. Vielleicht müssen wir sogar noch ein bisschen was... Obwohl doch, das müsste genügend bringen. Ich habe hier auch noch Reifen. Ja, das sollte lang. Dann fahren wir... Ich glaube, dazu müssen wir nach unten. Unten müsste der Store sein. Muss ich auch mal schauen, wie das mit meinem Motor etc. aussieht. Ich bin Österreicher. Ja, das ist klasse. Du lebst in einem wahrlich schönen Land, in dem man sowas von geil Skifahren kann. Oh Leute, es ist einfach... Also... Abgesehen davon, dass München mit den Mieten einfach ekelhaft teuer ist, ist es einfach so geil, im Süden zu wohnen. Man kommt so schnell in die Berge. Und ich war zweimal in Flachau und einmal... da vorne. Und einmal in Gerloss. Beziehungsweise hieß das Silberleiten. Und es war sowas von geil. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich kann jetzt auch schon ein bisschen besser Skifahren. Also ich bin nicht mehr super lahm und komme auch jetzt mittlerweile relativ souverän. Ich habe keinen schönen Stil. Ich habe auch nicht viel Technik. Also ich meine, ich fahre wirklich noch nicht lange Ski. Aber das macht einfach so viel Spaß. Es ist so geil. Also weil zum Beispiel in Hamburg. Ich liebe Hamburg. Es ist meine Heimatstadt. Aber es ist halt problematisch, Skifahren zu gehen. Weil du musst einfach, entweder fliegst du oder du fährst halt super, super lange Auto. Also, mein Vater war auch mit im Skiurlaub und die sind halt, keine Ahnung, 8,
8 bis 10 Stunden oder so brauchst du immer, je nachdem, wie du durchkommst. Und das ist halt schon ziemlich, ziemlich heavy, muss man einfach sagen. Und hier rein theoretisch kann man auch mal am Wochenende Skifahren gehen. Ich kenne hier ganz viele Leute, die halt am Wochenende einfach, zack, sich ins Auto setzen, dann nach Kitzbühel oder so fahren und dann lassen die sich's da am Wochenende gut gehen. So, die Würstchen muss ich... warte mal, was ist denn mit den Würstchen? Die kann ich bald auch mal rausnehmen. Ich mache jetzt erstmal viel Cash-Mash. Ich werde jetzt richtig was reinhauen. Ich fahre 15 Stunden nach Polen. Okay, das ist auch lang. So, Cash-Mash. Oh, 331. Als Oppi. So, dann werden wir aber hier einmal, hier, um den Motor zu reparieren. Das brauchen wir wahrscheinlich, oder? Ich guck mal kurz unter die Haube. Was macht mein Motor, mein super toller Motor? Ich mag meinen Motor, den würde ich gerne esen. Zwei von drei. Jo, da brauche ich nur ein so ein Motorreparaturset. Inwiefern müssen wir denn tanken? Oh, scheiße, mein Motor ist ja noch an! Welcher Vollidiot hat den denn angelassen? Also, das kann ich mir wirklich nicht erklären, wer der Vollidiot war. Warst du schon mal in Büsum? Ja, war ich. Da habe ich, glaube ich, mal eine Klassenfahrt hingemacht nach Büsum. Oder Husum? Ich weiß es nicht. So, optimale Mischung. Ast rein. Dann brauche ich eigentlich tatsächlich nichts mehr, oder? Ich könnte hier mal gucken. Warte mal, die geben 20. Und ein beschädigter Reifen gibt auch noch 20. Okay. 1 von 3. Ja, okay, den muss ich unbedingt mal ändern. Christoph! Christoph hat 10 Euro donated. Vielen Dank, lieber Christoph. Jetzt bin ich gerade ein bisschen hier, so. Leute, ne kurze Sache. Nicht über den Stream-Chat. Unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Da könnt ihr donaten und dann wird es im Stream angezeigt. Wir machen auch gleich mal eine kurze Pause, dass ich das kurz mal vorlesen kann. So, warte mal. Der Reifen war scheiße. Nee, der Reifen ist gut. Welcher Reifen ist denn der ist scheiße? Dann mache ich den mal hier weg. So. Ich weiß, es ist nicht unbedingt das smarteste, weil der hat noch 1 von 3. Und hier werfen wir praktisch 20 weg, aber wir sind einfach super rich. 2 von 3. Doch, das geht noch alles klar. Den einen behalte ich einfach nochmal zur... Das ist die eiserne Reserve der Reifen. So, jetzt einmal hier festmachen. Dann kann ich das schon mal wieder mitnehmen. Hinten rein. Könnten auch gleich mal gucken, ob man günstig was noch kaufen kann. Aber... Kaffeebohnen, Medizin, Wein, 30... Möchte ich jetzt eigentlich nicht kaufen, den Wein. Würstchen auch nicht. Ja, Rest brauche ich nicht. Außer dieses Motorset einmal. Ach Mist, ich habe meine Kohle gar nicht geholt. Zack. Alter, allein dadurch verdienen wir jetzt mega viel Kohle. Das ist schon ganz geil. Ja, so. Ach, ich wollte meine Kohle holen. Ach, der Regen. Regen hat einfach sowas Beruhigendes. Ich finde das einfach geil. Ich liebe Regen, aber nur wenn ich drin bin. Wenn ich draußen bin, ist Regen scheiße. So, dann bedanke ich mich. Vielen Dank für das Motorreparaturset. Dann werde ich den mal wieder hochprügeln. Und dann hoffe ich einfach, dass wir bald unseren Wein verkaufen können. So, den einmal auf 3. Der auf 3. Motor auch nochmal. Und den Tank. Und dann ist er auch weg. Tipptopp. Dann würde ich mal sagen, geht die wilde Fahrt ein bisschen weiter. Sau viele Leute, die schauen. Ja, freut mich, Leute. Freut mich, jeder, der hier einschaltet. Kommt rein, setzt euch, macht es euch bequem. Trinkt, ich muss mir gleich mal Wasser holen. Es geht aber ganz schnell. Dauert, ich würde schätzen, 30 Sekunden. Ich weiß, es ist eine lange Zeit, Leute. Aber bitte vergesst mich nicht, wenn ich die 30 Sekunden weg bin. Oh, Leute, ihr müsst heute
Ich hab mir sowas von das Knie gestoßen. In der heutigen Minecraft-Mörder-Folge. Alter Schwede, es tat sowas von weh. Ich musste, glaube ich, kurz zur Tür, weil ich glaube, der Postbote oder so geklingelt hat. Und dann habe ich mir an diesem Stuhl das Knie gestoßen. Hinten an so einem Metallteil. Alter Schwede, hat das wehgetan. Ich hätte fast angefangen zu weinen. Na, hätte ich nicht, aber es tat echt weh. So, hallo, Herr Grenzpolizist. Nein, ich schmuggel nichts. Ist alles legal hier. Hallo. Oh, warten Sie. Oh, nee, nicht Tür aufmachen. Einmal runter. Sir? Ah, Papiere bitte. Natürlich. Au. Mein Hals tut dann immer ein bisschen weh. Der Postbote ist Tradition. Der ist wirklich Tradition. Der kommt aber auch immer, wenn ich aufnehme. Ach so, ach, der Willi da hinten, der kontrolliert jetzt ein bisschen. Wann kommt Minecraft Mörder? Wahrscheinlich um, lass mich nachdenken, 19 Uhr? Also es ist das zweite Video für heute. Also abgesehen von dem Livestream. Der wird wahrscheinlich erst einen Tag später online kommen. Das ist das Einzige, was ich schade finde, an Livestreams auf YouTube. Weil man nimmt diesen Livestream auf und dann muss das ganze Video nochmal verarbeitet werden. Und das dauert immer megamäßig lang. Das finde ich echt schade. Wenn die das noch fixen könnten. Ist es eine Box? Nee. Das ist nur Scheiße. Oh, hier ist wieder alles wieder unter Wasser. Und dann fährt sich dieser Wagen wieder wie so ein Opfer. Hat mein Handy gerade vibriert? Oh ja, tatsächlich. Jetzt habe ich das weggedrückt. Warte, ich muss kurz. Schlechtes Vorbild. Handy am Steuer ist nicht gut. Wartet. Wartet. Oh. Top. Sehr gut. Am Montag, 16 Uhr, kommt der Techniker. Bei mir in der Wohnung, da tropft der Wasserhahn. Aber nicht so, wie man jetzt denken würde, vorne aus der, ne, aus dem Wasserhahn vorne innen drinne, sondern am Henkel. Und er tropft mir das ganze Badezimmer voll. Das ist richtig ätzend. Och, jetzt muss ich, och, das wird der Tod für die Reifen. Oh, Dios mio. Ai, ai, ai. Oh Gott. Oh, das ist doch ein Schlagloch. Da bloß nicht. Ah, ich hab's, glaube ich, mit dem Hinterreifen erwischt. So, ich könnte mal, soll ich mal die. Ach, die Mucke anmachen! Yeah. Ach, das ist eine tolle Musik. Das ist Lieblingsmusik. Beste ever, beste Leben. Fahre jetzt zum Fußball. Ja, viel Spaß dir, Alter. Auf jeden Fall ist es extrem nervig, wenn Sachen in der Wohnung kaputt sind. Könnt ihr euch noch an das Video erinnern, wo bei mir die Tür aus den Angeln gerissen ist? Das war ätzend. Also es war so ein Türfenster. Super ätzend. Scheiße, ich hab den Dachgepäckträger vergessen. Och, scheiße. Machen wir in der nächsten Stadt, Leute. Tut mir leid, ich bin dumm. Mann. Wie kann man denn so ein unglaublicher Abfalleimer sein? Das kann doch nicht wahr sein. Wieso vergesse ich solche Sachen? Machen wir gleich. Tut mir leid, Chat. Fahr schneller. Hat er gerade. Chat, ich kann nicht schneller fahren. Wie, ich habe $300 an der Tanke vergessen. Nee, ich habe doch 532. Das ist schon alles richtig so. Warte mal, ich guck mal kurz. Ich denke, das ist Alzheimer. Ja, könnte auch sein. Aber egal, wir haben schon mal ein bisschen Kohle. Vor allem sagt er mir, ich soll schneller fahren. Mein Auto kann nicht schneller. Ich kann mal Licht anmachen, damit ich ein bisschen was sehe. Genießt einfach die Musik, den Regen, meine Damen und Herren. Denn es wird eine wilde Fahrt mit P-Dizzle Express. Lukas Kurzbauer. Herzlich willkommen, Lukas Kurzbauer. Ach, das ist ein schönes Bild.
wenn ich dann so richtig schön, ach, das Bällebad damals. Könnt ihr euch noch an das Bällebad erinnern? So wie Chrissy da. Die kann sich bestimmt noch ans Bällebad erinnern. Johnny, Alter. Johnny hat 5 Euro donated. Danke, Johnny. Der hat das halt über den Link unten in der Videobeschreibung gemacht. Der funktioniert auch. Dann wird das auch direkt im Stream angezeigt. Guckst du heute Abend Fußball? Wer spielt denn heute Abend? Ist schon wieder Champions League? Was haben wir eigentlich für einen Wochentag? Mittwoch, ne? Ja, sorry, Leute. Als YouTuber kommt man da mal durcheinander. Nein, ist Mittwoch. Oder? Nein, ist Mittwoch. Ich kenne mich doch aus, Leute. Ich kenne mich aus. Ach, Deutschland spielt heute? Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich tapp mal kurz raus. TVTV.de. Ein Länderspiel? Ja, aber warte, ist das jetzt, ist es ein Testspiel? Och nö, das wird auf RTL übertragen. Ach, komm schon, Alter. Warum? Ich wohne in Kitzbühel, brauche 3 Minuten zur Piste. Du hast es gut. Oh Gott, jetzt fahre ich aus Versehen geradeaus, weil ich hier auf den Chat achte. Ich habe hier gerade ein Schlagloch gesehen. Jo, das habe ich auch elegant mitgenommen, das Schlagloch. Alter, was ist denn das hier für eine Strecke? Man sieht da echt nur... Oh, nur 2 Meter weit. Der Wagen kommt in diesem Schlamm mal null zurecht, weil wir Straßenreifen drauf haben. Aber ich gebe doch jetzt nicht noch extra Geld aus, weil so, um da die anderen Reifen drauf zu pinöpeln. Das sehe ich ja gar nicht ein. Was ist hier rechts? Ist da ein Schrottplatz? Irgendwas ist hier auf der rechten Seite. Hä? Ich hab doch hier... Ach so, das waren Steine. Ja gut. Das kann ja niemand ahnen, dass das einfach nur Steine sind. Und diese Strecke ist einfach der pure Horror. Ich gehe ständig um die Kurve. Es regnet. Ich sehe 2 Meter. Und meine Stimme versagt. Ach scheiße, ich habe mir immer noch kein Wasser geholt. Okay, kein Problem. Mein Auto ist wahrscheinlich auch schon wieder total dreckig. 350 Kilometer noch? Will das Spiel mich verarschen? Was passiert, wenn du runterfällst? Das will ich gar nicht wissen. Ich fahre morgen zur Buchmesse. Oh, das ist nicht schlecht. Ich hoffe, da gibt es auch die Schmahamas-Verschwörung. Oder Hashtag Werbung der Golemkönig. Kann ich im Stream eigentlich mal ankündigen. Obwohl, eigentlich darf ich noch nicht darüber genau reden. Aber ich kann euch sagen, meine Damen und Herren, es wird ein Comic geben. Und es wird geil. Also, es sieht wirklich cool aus. Der Zeichenstil, oh Gott, den man schon aus der Schmahamas-Verschwörung in meinem Buch kennt. Den wird man halt auch in diesem Comic wiederfinden. Und es sieht echt cool aus. Also, storytechnisch ist es vielleicht jetzt wieder kein Harry Potter. Aber Pidizzle hat versucht sich, ja, wie auch schon bei der Schmahamas-Verschwörung, habe ich mich mit einem Auto zusammengesetzt. Wir haben die ganze Story konzipiert. Ich habe mein... Ah, das ist eine Kiste! Meinen ganzen Input rausgehauen, was halt... wie ich mir die Story vorstelle, wie die Charaktere sich zu verhalten haben, pipapo. Und Irina, oh Gott, jetzt darf ich ihren Nachnamen nicht, ich verdaddle immer ihren Nachnamen. Zinner oder, nee, sie heißt Zinner, nicht Zimmer. Warte, ich check das kurz auf Amazon. Nee, warte, ich kann ja sogar Golemkönig eingeben. Golemkönig. So. Ja, Zinner war richtig. Die macht halt die Illustrationen und es wird cool. Es wird wirklich geil. Und aufbrechen. Zack. Tabak. Das Problem ist, passt das noch hier rein? Das ist die ganz, ganz große Frage. Ja, doch, wir müssten genügend Platz haben, oder?
Ja, locker easy. Ist alles leer? Ja, ist alles leer. Dann wieder rein in unser Auto. Sind wir mega nass geworden. Was ist bis jetzt passiert? Bis jetzt ist passiert, Junge, 532 Ostmark. Wir sind mega rich und unsere Musik ist wieder aus. Aber jetzt ist sie wieder an. Lieber Chris Rasch, der gerade über Superchat donated hat. Link unten in der Videobeschreibung. Benutzt lieber den Link, weil dann kann ich das auch einbinden. Dann kommt auch die Einblendung in den Stream. Oder das Video, je nachdem, wann ihr das guckt. Okay, alles gut. Also eigentlich ist es realistisch, dass wir am heutigen Tag noch die... Oh Gott, nicht runterfallen. Oh Gott. Da geht's nämlich links mega bergab. Dass wir die 1000 Ostmark knacken. Und dann können wir richtig krass investieren. In Aktien, meine Damen und Herren. Nein, lieber nicht. Sorry, konnte jetzt erst dazukommen. Ja, hey, herzlich willkommen. Was ist mit Onkel Lüfti? Ja, der hat uns verlassen. Der hat sich eine Frau gesucht und ist mit der durchgebrannt. Jetzt bin ich alleine hier. Er ist einfach weg. Das Einzige, was er mir überlassen hat, ist ein leerer Koffer. Also, was heißt leer? Da ist halt so ein Brief drin. Aber was ich auch in der einen Folge gesagt habe, es wird bald ein Jalupi-Nachfolger kommen. Der spielt dann in China. Das heißt irgendwie Road to Qiongong oder so. Irgendwas sowas in der Richtung. Und 280 Kilometer noch. Alter, das ist mit Abstand die längste und ätzendste Etappe ever. Also da hätten wir uns vielleicht doch was Einfacheres aussuchen müssen. Wie heißt das Flugzeugspiel? Du meinst, mit der ich nach Düsseldorf geflogen bin? Der Urlaubs... Urlaubsflugsimulator oder so? Gib einfach mal auf Steam Urlaub ein. Da müsstest du das Spiel eigentlich finden. Weil ansonsten habe ich, glaube ich, in letzter Zeit keine... Oh, Alter. Keine Flugspiele gespielt, wo man irgendwie durch die Gegend fliegt. Warst du schon mal in Lübeck? Ja, ich war schon ganz oft früher in Lübeck. Ist eine schöne Stadt. Also, ist halt jetzt keine Großstadt wie Hamburg oder so. Aber geht durch. Können wir mal machen. Bin gerade von der Schule gekommen. Wie lange habt ihr denn Schule? Warte mal, wie spät ist denn das? 16.13 Uhr ist das schon. Die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Oh, ein Paket. So, gucken wir mal hier. Ich lasse den Motor jetzt tatsächlich mal an. Und... Kaffeebohnen. Was für eine Scheiße, Alter. Was will ich denn mit dreckigen Kaffeebohnen? Ich bin Jungunternehmer. Ich brauche Heckmeck, Alter. Wein, Junge. Ich hatte heute schulfrei. Das war schon toll. Ach. Schulfrei. Immer. Aber warte mal, warum hat man denn am Mittwoch schulfrei? Weil ich meine, Ferien sind doch noch nicht. Und bewegliche Ferientage machen ja auch überhaupt keinen Sinn. Oh Gott, Alter, ich falle hier wirklich... Ich sag's euch, ich werde am heutigen Tag noch einmal irgendwo in eine Schlucht runterfallen. Weil das aber auch eine absurd ätzende Strecke hier ist. Ich möchte hier einfach nur heil durchkommen und mir den blöden Dachgepäckträger kaufen. Oh, da vorne ist noch eine Box. Aber ich riech doch da schon wieder Mist drin. Riecht ihr das? Das ist Mist. Textilien. Wow. Das ist wirklich nah. Das ist eine einzige Verarsche. Textilien. Die bringen nicht mal einen Dollar. So, weiter geht's. Wir müssten auch so langsam eine Tankstelle ansteuern, ne? Weil sonst kommen wir hier auch nicht mehr wirklich weit voran. Wir haben weniger als die Hälfte an Tankkapazitäten. Janis Schönfeld, herzlich willkommen. Mann, wann hört diese Strecke endlich auf? Doktor. Oh, 210 Kilometer, hat 1 Euro donated. Danke, Doktor. Glaubt ihr, das ist ein echter Doktor? Stimmt, was manche Leute
das wollte ich auch nochmal erwähnen. Ich habe ja mal gesagt, dass Denno seinen Doktor macht. Denno wird aber kein Arzt. Denno wird Doktor der BWL. Also, nur um das kurz mal zu erwähnen. Denno wird kein Arzt. Nur man kann in den verschiedensten Disziplinen seinen Doktortitel erlangen. Und Denno wird dann halt Doktor der BWL. Soweit ich das verstanden habe. Okay, alles gut. Das wäre cool. Dann heißt er Dr. Denno. Ja, ja, Denno ist sein Vorname. Ja, einer schreibt... Ach so, Wasser, Wasser, Wasser. Ja, ich hole mir mal kurz Wasser. Machen wir hier mal ganz kurz. Ich habe nämlich echt Durst. Ich bin in 30 Sekunden wieder da. Hat jemand die Zeit gestoppt? Das ist noch weniger als 30 Sekunden gewesen sein, oder? So, dann machen wir doch jetzt hier mal. Qualitäts-Livestream. Pidizzle füllt sein Glas. Jetzt live. Auf youtube.com/paluten. Ui, guck mal, wie toll ich das gemacht habe. Das kann wirklich nur ich. Oh, das ist halber Liter geht da rein. Und den ziehen wir jetzt direkt weg. Und... Ah! Ah, Leute. Puh. Da muss aber jemand wahrscheinlich gleich auf die Toilette gehen. Alter, ich hatte aber auch ein... absoluten Durst. Warte mal, wo geht's denn hier längs? Ach, hier längs. Oh, jetzt ist mein Magen aber sehr gefüllt. Aber es tat gut. Hast du Stranger Things geguckt? Ja, mega geile Serie. Mega geil. Oh, oh. Ich bin noch in der Schule. Was ist los? So lange noch Schule. Ich hatte in meinem Leben nie so lange Schule. Aber die haben das System ja auch teilweise, dass es jetzt auch so Ganztagsschulen etc. gibt. Da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Junge, ich war um 14 Uhr zu Hause. Obwohl, ja okay, manchmal 7., 8. Stunde. Das war auch immer. Da muss ich sagen, da bin ich auch nicht stolz drauf. Aber ich war in Spanisch tatsächlich nicht so unbedingt der Beste. Und dementsprechend habe ich auch irgendwann in der Oberstufe vielleicht so ein bisschen, ja, bin nicht mehr so regelmäßig hingegangen. Das Problem war, Spanisch hatten wir immer am Freitag, 7., 8. Stunde. Also, Hashtag schlechtes Vorbild, aber ich bin da so gut wie nie hingegangen. Warum auch? Oh, eine Box! Aber dazu muss ich sagen, ich bereue es mega, dass ich da nicht mehr Gas gegeben habe, weil ich würde super gerne Spanisch sprechen. Aber das habe ich halt eben erst ein paar Jahre zu spät gemerkt. Textilien, ach, dieses Spiel. Das ist doch wirklich einfach nur ein Skandal. Ganz ehrlich. So, komm. Wieder rein ins Auto. Wo ist denn jetzt endlich mal die freaking Tankstelle? Habe ich die... Ich meine, wir sehen ja auch einfach nichts. Wahrscheinlich sind wir schon einfach an der vorbeigefahren. Sanscript, 5 Euro donated. Danke, Sanscript. Ey, dieser Wagen fährt sich gerade hier in diesem Schlamm mit unseren Straßenreifen. Einfach, das ist eine einzige Rutschpartie. 140 Kilometer. Wann kommt denn hier mal eine richtige Straße? Ich möchte mich hier bitte nicht beschweren. Aber mein Wagen kollabiert hier gleich. Und vor allem, nein. Ich habe gleich keinen Sprit mehr. Mein Sprit ist wirklich gleich alle.
Da muss ich den blöden Wagen schieben. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Boah. Alter, der... Was ist denn hier gerade mit dem Auto los? Hier sind auch überall Ölspuren auf dem Boden. So, jetzt geht's hier wenigstens mal wieder bergab. Aber direkt die Ölspur. Oh Gott! Oh, das war knapp. Okay, alles astrein. Yo, Tank ist gleich leer. Ich muss gleich schieben. Was für ein Mist. Also die Strecke war ja wohl absoluter Flop. Jetzt, ich glaube, der Wagen geht aus. Die letzten paar Meter, gleich wird der Wagen ausgehen. Ich komme kaum noch voran. Oh nein, Alter. Wir werden 20 Jahre brauchen. Oder ich gehe halt zur nächsten Tankstelle. Die hoffentlich... Oh Gott, irgendwo ist. Oh Mann, ey. Jetzt gleich. Jede Sekunde geht der Motor aus. Ja, nimm noch mal ein bisschen Schwung. Nimm bitte noch mal ein bisschen Schwung, dass wir noch ein bisschen weiterkommen. Ja, komm. Zieh durch, Junge. Oh, nein! Hilfe! Wo bin ich? Ich bin im Wasser. Ich hab kurz... Oh, oh. Okay, hier glaube ich nach links. Nein. Nein, der Wagen ist aus. Scheiße. Ja, was mache ich denn jetzt? Weil ich weiß, dass ich den Wagen... Zack. Warte. Jetzt kann ich den Wagen schieben. Bloxman hat 3 Euro donated. Danke, Bloxman. Hallo? Jetzt muss ich angeblich... Ich schaff's nicht. Komm, Junge. Ich kann auf diesem Untergrund den Wagen nicht schieben. Oh, nein, Alter. Das ist doch jetzt wirklich ein Scherz. Okay, wisst ihr was? Also, wir können jetzt nicht die ganze Zeit... Ich brauche bestimmt eine halbe Stunde, bis ich den Wagen da geschoben habe. Wir machen das anders. Wir werden nach Hause zurückkehren. Zack. Akzeptieren. Und jetzt müssen wir gleich die Daumen drücken. Weil es kann sein, dass der Wein jetzt mega viel Kohle wert ist. Wir öffnen. Achso, noch hat er Verkaufswert 0. Wir öffnen unser Buch. Zack, einmal reinsetzen. Daumen drücken, Leute. Wir nehmen die... Nee, 350 Kilometer. Sonnenschein und... Bitte. Bitte, es wäre halt so krank. Wir würden von 0 auf 100. Bitte. 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 81! Boah, soll ich 81 machen oder soll ich spekulieren? Wir werden noch in die nächste City fahren. Alter, Wickli hat 25 Euro donated. Danke, Wickli, Alter. Damit bist du heute Spitzenreiter. Und dann hat noch mal Zimperio auch noch mal einen Euro donated. Danke, Zimperio. So, warte mal. Ja, okay. Aber sollen wir 81? Mach 81. Mach lieber. Ja, ja, ja. 81 ist super. Machen, machen. Machen und verkaufen. Okay. Okay, Leute. Dann werden wir... Aber ich muss kurz mal auffüllen. Hier, kurz, zack. Wie sieht's denn? Oh, Alter, hier ist ja mega viel kaputt. Reifen. Okay, 2 von 3. So, dann lübbeln wir hier mal schön rein. So, alter Schwede, da können wir einiges jetzt gleich hier auf die Beine stellen. Ich glaube aber, wir kommen insgesamt noch nicht dazu. Dachträger? Ja, ich kaufe mir gleich den Dachträger. Ihr müsst das dann aber auch unbedingt, ne? Unbedingt schreiben. So, warte mal. Zack. Magere Mischung, optimale. Ich mache die fette Mischung. Dann hält die länger. So. Habe ich denn hier auch ein Reparaturset? Ja, da unten ist auch ein Reparaturset.
astrein. Wir haben alles, was wir brauchen. Das ist eine gute Sache. So, einmal hier lecker Schmecker. Einmal hier reparieren. Hier einmal. Da einmal. Und dann ist er auch weg. Gut, aber passt auch. Ich könnte dann hier nochmal das Wasser nehmen. Soll ich die Reifen direkt alle tauschen? Ich muss zugeben, eigentlich habe ich da jetzt eher weniger Bock drauf. Weil das immer so nervig ist. Aber ich glaube, wir müssen es machen. Weil die haben halt... Oh ja, auf jeden Fall. Die haben beide 1 von 3. Das ist ansonsten... Das wäre absolute Verschwendung. Das nicht zu machen. So, zack, 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 zack. Dann einmal hier, logger floggig. Auf das Ganze. Einmal drehen. Gibt es irgendwann eine Fortsetzung von Minecraft Freedom? Habe ich, glaube ich, schon ganz, ganz oft drüber geredet. Das Problem ist einfach, dass ich momentan kein Team habe, weil Minecraft Freedom war eine absolut geniale Zeit. Ich habe die Zeit wirklich geliebt, aber mein Privatleben hat einfach sowas von darunter gelitten. Ich habe halt, letztlich in diesem Jahr kaum was gemacht. Also wirklich gar nichts. Ich habe im Grunde genommen tagtäglich an Freedom gesessen und dann abends mit den anderen aufgenommen. Dann gefühlt die ganze Nacht noch geschnitten, damit das Video dann und auch morgens dann noch geschnitten, damit das Video pünktlich online kommt. Ich habe das ganze Jahr über, abgesehen von Weihnachten, als Minecraft Freedom lief, meine Eltern nicht gesehen. Und ich bräuchte dann halt einfach eine Art Team, die mich dabei unterstützen. Aber ich muss einfach mal gucken, Leute. Also... Ja, wenn ihr eine Fortsetzung haben wollt, dann gönnt euch die Schmarmers-Verschwörung oder Hashtag Werbung der Golemkönig, der bald kommt. Das wird, also da freue ich mich schon drauf. Also Golemkönig, das wird cool. Ist dann einfach ein Minecraft Freedom Comic. So, warte mal, das packen wir mal hier hinten rein. Zack, zack. Dann einmal den Reifen vorne drauf. Und dann auch nochmal, warte mal, dann kann ich eigentlich den doch auch auswechseln. Ich meine, ich habe doch 4 Reifen. So. Oh, warte mal, hä? Wagenheber? Nee. Dann einmal hier. Den Reifen muss ich noch wegmachen, oder? Ja, ich glaube schon. Ja, 2 von 3. So, weg damit. So, zeig ich knackig. Und einmal hier. Ja, perfekt. Da ist alles jetzt, alles wunderbar. Wagen ist perfekt. Lieber Sansibar. Sansibar hat gerade geschrieben, ich habe leider kein Geld zum Donaten. Lieber Sansibar, ihr müsst weder donaten, ihr müsst hier nicht irgendwie Channel-Member werden. Das ist alles cool, Leute. Es ist komplett freiwillig. Ich habe euch genauso gern wie vorher und bin euch genauso dankbar. Also... Wenn ihr mich supporten wollt, dann könnt ihr gerne den Creator-Code Paluten eingeben. Ist einfach die kostenloseste und entspannteste Art, mich zu supporten. Ich weiß nicht, jeder von euch hat Fortnite, aber wenn ihr das habt, könnt ihr mich dahingehend einfach gerne supporten. Ist auch, müsst ihr auch nicht machen, ist alles freiwillig, aber ja, will ich nur mal erwähnt haben. Also hier muss niemand ein schlechtes Gewissen haben oder sonst was. Also, lieber Sansibar, alles gut. Verkauf den Wein. Ja, ich verkaufe doch gleich den Wein. Oh Gott, was ist jetzt passiert? Wieso wurde ich eben gerade nach hinten geschleudert? Habe ich da noch irgendwas vergessen? Warte mal. Ich habe hier nichts vergessen. Nö. Nö, hier Reifen sind 2. Gleich schön den Wein verkaufen. Dann, obwohl so viel... Wir können wahrscheinlich eh nicht den kompletten Wein verkaufen. So viel Kohle haben die gar nicht. Und jetzt wieder. Hey, die Mucke. Obwohl, die Mucke ist eher so. Oh, jetzt ist das Lied vorbei. Wie viel Geld hast du? Ich habe 532 Ostmark. Ich bin ein Pfannkuchen. Hä? Da schreibt einfach jemand in den Chat, ich bin ein Pfannkuchen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, fahren wir hier locker. Oh, guck mal, das ist eine Strecke.
Das ist schön. Das macht auch Spaß. Junge, da beschleunigt der Wagen auch lockerflockig auf 80 Stundenkilometer. Ja, ich weiß, dass mein Radio Sprit verbraucht. Aber den Luxus müssen wir uns gönnen, Leute. Außerdem, die Strecke machen wir auch so. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin ein Kuchen. Kommt Sims Staffel 3. Nee, von Sims werden wir uns erstmal, da werden wir uns eine kleine Pause gönnen. Weil wir einfach gemerkt haben, dass bei Staffel 2 gab es letztlich zu wenig Neues zu entdecken. Weil als wir Sims 4 Staffel 1 gestartet haben, da war für uns alles neu. Es war so geil. Oh, es war so ein geniales Let's Play. Staffel 2 hat auch noch Spaß gemacht, aber nicht mehr so viel Spaß wie Staffel 1. Weil eben einige Sachen, bisschen repetitiv waren. Genauso handhaben wollen wir das eben auch mit Ark. Wenn wir zusammen wieder ein Ark-Let's Play starten, das dauert eben auch erstmal. Das Ganze ein bisschen sacken lassen, dann werden wir eine andere Map spielen, wo es auch weitere Dinos etc. gibt, vielleicht auch neue Items und da könnt ihr euch auch drauf freuen. Wann kommt Ark? Ark ist vorbei! Leute, was ist da los? Ich bin ein Schnitzel. Oh, Schnitzel sind auch lecker. So ein lecker Wiener Schnitzel. Oh, da ist eine... ich fahre jetzt an der Box vorbei. Ich muss jetzt meine Konzentration aufrechterhalten. Ich will jetzt Cashmash machen und den Dachträger kaufen. Das darf ich unter keinen Umständen vergessen. Wann kommt Astroneer? Leute, das kommt auf Zombies Channel. Zombie. Und weitere Aufforderung, meine Damen und Herren. Okay, jetzt gucke ich hier in diese blöde Box, gucke ich jetzt rein. Falls ihr neu seid oder ich weiß zum Beispiel, dass 40% meiner Zuschauer noch nicht den Channel abonniert haben, drückt gerne auf den Abonnieren-Button. Es gibt bei mir täglich tolle Videos. Manchmal ein bisschen verplant, manchmal ein bisschen komisch, aber immer mit, ich gebe mir Mühe. Immer mit ganz viel, weißt du, der Teig eines, oh, das noch was, eines Videos ist immer mit sehr, sehr viel Liebe angerührt. Manchmal ist es aber dann trotzdem nicht genug. Wenn die Leute wieder alle grundlos disliken wie bei Fortnite. Aber ich kann es verstehen, nicht jeder mag's. Ist Geschmackssache. Jeder kann seine eigene Meinung haben. Ark, bestes Projekt. Ja, es hat super viel Spaß gemacht. Ark war wirklich klasse. Wir haben ja auch nicht umsonst 100... Boah, wie viele Folgen haben wir gemacht? Waren es 130? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es war auf jeden Fall geil. Auch das längste Projekt, das ich je mit GLP zusammen gemacht habe. Ich bin schon seit 100.000 Abonnenten dabei. Ja, dann bist du wirklich schon lange, lange am Start. Ich habe gerade geliked. Bruder! Bruder, danke für deinen Support! Danke für den Like. Wer kennt noch Minecraft Leben? Ich kenne noch Minecraft Leben. Das waren gute Zeiten. Das war so die Anfangszeit im YouTube-Haus. Ich habe die Edgarianer ins Leben gerufen. Benedikt Köbel, herzlich willkommen. Schreibt wieder einer, wann kommt wieder Ark? Ark, das Projekt ist beendet. Der letzte Part kam bei GLP. Wir haben uns immer abgewechselt. Macht's Spaß? Ja, es macht Spaß. Denn gleich werde ich mein Cashmash ordentlich loswerden. Beziehungsweise erstmal werde ich Cashmash machen. Und dann werde ich mir schön den Dachgepäckträger kaufen. War in der ersten Stadt, war ein Leica-Store, ne? Hoffentlich. Falls nicht, bisschen unangenehm. Kommt Happy Wheels nochmal. Ja, ich habe gesehen, dass GLP wieder Happy Wheels hochgeladen hat. Vielleicht soll ich auch mal wieder einen Part machen, aber ich weiß es nicht. Für die Leute, die mich vielleicht noch nicht so lange verfolgen, ich hatte mal ein Happy Wheels Let's Play. Das ging über 700 Parts. Aber dann habe ich irgendwann einfach die Lust verloren. Muss ich ganz ehrlich sagen, da hat es nicht mehr so viel Spaß gemacht. Ist ja auch verständlich nach 700 freaking Parts. So, jetzt machen wir erstmal Cashmash, meine Damen und Herren. Wir werden jetzt hier... Oh, warte, wir müssen auch tanken. So, einmal hier ranfahren. Zack. Motor im besten Falle ausmachen.
So, dann schön Coverraum. Einmal öffnen. Ja, ich glaube, so vier, fünf Buddeln könnten wir verkaufen. Dann sind wir schon relativ nah dran. An den 100.000 Ostmark. Oder Dollar. So, jetzt mal schön hier die alle reinstapeln. Machen wir hier ein bisschen was mitnehmen. Was bringen die Zigaretten? Oh, 3,6. Schnitzelweg-Wegweiser. Herzlich willkommen, Schnitzelweg. So, dann gehen wir jetzt mal vorne an die Kasse. Und dann wird Geld gemacht. Zack. Hallo. Was? Du kannst mir nur 200... Warte mal. Ich kaufe ja auch nochmal was bei dir. Warte mal kurz ab. Ich brauche so ein Reparatur... Ihr habt kein Reparaturset. Ich bin einfach nur enttäuscht. Ja, aber das hätte ich ganz gern. Kaufen Sie dann von mir noch eine Buddel? Ah, kann ich mir nicht leisten. Verkauft ihr Medizin? 24 ist zu teuer. Oh ja, hier können wir ein bisschen Tabak holen. Das ist nicht schlecht, weil der kann auch noch ein bisschen... Hallo? Mehr wert sein. So, hier, bitte, würde ich gerne kaufen. Das hier auch noch. Ja, sehr gut. Kaufen Sie dann von mir noch eine Buddel Wein? Bitte? Ach, Mann, ich habe... Wieso... Ach, warum ist sie so arm? Macht mich traurig. Kommt nochmal GTA 5. Ja, kommt. Klar. Wir werden die Tage sicherlich nochmal eine Runde aufnehmen. So, dann muss ich das hier wieder verstauen. Dann hole ich... Ah, nee, warte mal. Erst muss ich tanken. Erstmal müssen wir den Laden hier voll machen. So. Oh, Leute, der Dachgepäckträger. Stimmt, jemand meinte auch, ich soll mein Auto auch wenn möglich mal lackieren. Das ist auch möglich. Muss ich gleich mal schauen, wie das überhaupt funktioniert. So. Ich guck mal kurz in den Chat, was ihr so schreibt. Wann kommt PUBG? Warum sollte PUBG kommen? Ich habe dort nie großartig PUBG. Ich habe ein paar Mal PUBG Mobile gemacht. Aber das war's auch schon. Ich glaube, ich habe kein einziges PUBG-Video auf meinem Kanal. Zumindest, wenn ich mich nicht irre. Warte, ich muss hier kurz mal meine Kohle holen. Ist plötzlich so ruhig. Wann kommt Star Stable? Ja, das ist mein Lieblingsspiel, Alter. Star Stable. So, dann nehmen wir mal erstmal hier das alles mit. Da müssen wir nochmal laufen. Wir haben kein leichtes Leben. Was sagst du zu einem Fortnite-Let's Play? Ich bringe random einfach, wenn ich Bock drauf habe, mit den anderen immer mal ein Fortnite-Video. Aber ich glaube, regelmäßig wird es das auf meinem Kanal jetzt nicht geben, wie manche andere YouTuber das irgendwie täglich bringen. Es macht mir unheimlich viel Spaß, es mit den anderen aufzunehmen. Aber täglich würde ich das, glaube ich, nicht bringen, ne. Dazu, wie gesagt, dazu macht es mir einfach zu viel Spaß, eine gewisse Abwechslung zu haben. Junge, dann spiele ich den einen Tag, spiele ich irgendeinen Flugzeugsimulator, wo ich irgendwie nach Düsseldorf fliege. Und am nächsten Tag, oh stimmt, es kommt bald der Wolfsimulator. Kommt dann eben der Wolfsimulator oder irgendwelche anderen lustigen Games. Das finde ich einfach cool. Das ist das, was mir unheimlich viel Spaß macht. Und das möchte ich auch weiterhin, ja, einfach so machen. So, alles verstaut. Dann würde ich sagen, fahren wir in die nächste Stadt. Und da werden wir dann ebenfalls nochmal ordentlich Cash-Mash machen. Was ist mit Gold Rush? Bei Gold Rush ist einfach das Problem, dass es einfach zu viel Zeit. Also man muss irgendwie locker 5-6 Stunden spielen. Nur um in irgendeiner Weise sich eine neue Maschine leisten zu können. Es ist einfach, ja, immer wieder das Gleiche. Und das hat mir einfach irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Und sollten sie was an dem Spiel ändern, dann spiele ich auch wieder Gold Rush. Aber das ist einfach, es macht keinen Spaß irgendwie da die ganze Zeit immer nur das Gleiche zu machen. Ich bagger, ich siebe das Ganze. Und das 5-6 Stunden nacheinander zu machen, das macht einfach keinen Spaß. So, ein bisschen Mugge machen wir nochmal an. Und das Licht. Dachgepäckträger. Ja, ich kaufe mir doch den Dachgepäckträger, aber das kann ich nur beim Leica Store. Mach bitte wieder Thief Simulator. Ich habe das Spiel durchgespielt und es gab noch kein neues Update, soweit ich weiß. Machst du nochmal ein Fan-Treffen? Es wird zum Release
Von meinem Comic, Freedom, der Golem-König, wird es, Hashtag Werbung, wird es auf jeden Fall eine Autogrammstunde geben. Genauso werde ich Autogrammstunden auf der Gamescom machen. Aber so Fantreffen, glaube ich, außerhalb der Reihe eher weniger, weil das echt, also das zu organisieren, ist nicht ganz so einfach. So, da sind wir scheinbar schon in der nächsten City. Gute Sache. Zurück in Dresden. Und hier werden wir jetzt erstmal ein bisschen Cashmash machen. Da werden wir schön den Supermarkt leerräumen. Und dann gibt es Dachgepäckträger. Ich hoffe, die verkaufen hier ein. Wenn nicht, wäre das ziemlich blöd. So. Links oder rechts? Ich fahr mal links. Spiel mal Five Nights at Freddy's. Leute, da sterbe ich. Ohne Witz. Für die Leute, die das Spiel nicht kennen, das ist so ein... Ja, erschreckt man sich sehr, sehr leicht. Ist viel mit Scare Jumps und so weiter. Und Junge, auf gut Deutsch gesagt, da pisse ich mir in die Hosen. Ich erschrecke mich auch einfach nicht gerne. Kann es sein, dass es hier keinen Leica Store gibt? Egal, wir verkaufen jetzt erstmal. Erstmal wird jetzt verkauft. So, zack. Dann holen wir uns doch mal, zack, die Flaschen. 81, alter Vater. Wenn die uns diesmal mehr Kohle... Ich glaube, wir könnten sogar gleich schon die 1000 knacken. So, dann nehmen wir den ganzen Kram mal kurz mit. Und, nee, ich wollte eigentlich nicht die Flasche auf den Boden werfen, sondern, jawohl. So, zack, zack, zack. Was? Okay, so. Dann gehen wir mal rein. Hallo? Oh, ich habe das Licht noch an. Mache ich gleich aus. Arme Batterie. So, guten Tag. Ich hätte hier ganz viel, wofür sie mir Kohle geben, ne? Oh, hat auch schon wieder kein Geld mehr. Was ist nur los mit den Leuten? So, ich mal ganz kurz das Licht ausmachen. Zack. Und ich glaube, tanken werde ich gleich erst, wenn ich einmal im Motel war. Die nehme ich nochmal kurz mit, weil vielleicht kann ich hier ein paar Sachen günstig kaufen. Ja, hier. Oh, 7,2. Ja, aber damit könnte ich auch gut Profit machen. Das nehme ich einfach mal mit. Die würde ich ganz gerne kaufen. So. Dann müssen sie mir jetzt aber auch gleich nochmal eine Flasche Wein abkaufen, ne? Das wäre ein fairer Deal. Spiel bitte nochmal Landwirtschaftssimulator. Mal gucken. Das ist halt auch ein. Das wäre ein Spiel, was ich eher mal streamen würde, tatsächlich. Stimmt, das könnte ich eigentlich mal machen. Aber schauen wir mal. Lassen wir uns mal überraschen. So, junge Dame. Jetzt kaufen Sie bitte noch eine Flasche Wein. Dankeschön. Ja, perfekt. Warte mal. Jetzt muss ich das kurz zurückbringen, um dann mein Cashmash zu holen. So, einmal bitte das hier hinten rein. Und dann muss ich den ganzen Rest abholen. Ah, warte, ich muss auch mein Geld muss ich mitnehmen. Ach, das ist so blöd. Warum man das Geld nicht immer bei sich hat, das Portemonnaie. So, warte. Hier einmal bitte. Oh, das sind meine Papiere. Jawohl. Leute. Leute, wir werden es schaffen. 1000 Ostmark sind im Kasten, meine Damen und Herren. 1780. Jawohl, Hans-Robert hat einen Euro donated. Danke, Hans-Robert, Alter. Das ist schon ziemlich stark. 1000, Junge. Und wir haben trotzdem noch den halben Kofferraum voller Sachen. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Also so langsam nimmt das Schmuggelbusiness, das nimmt Fahrt auf. So. Also das muss ich kurz hier aus der Hand legen. So, und die ganzen Boxen einmal hier rein. Die kann man auch extrem gut stapeln. Ist eigentlich fast schon besser als der Wein. Aber ich glaube, am besten stapelbar ist einfach die Medizin. So, nochmal die beiden. Zack. Zack. Gut. Dann fahre ich hier einmal ganz kurz vom Hof. Mach hier mal kurz zu. Dann gehen wir kurz ins Hotel, weil ich glaube, hier gibt es tatsächlich keinen Leica Store. Also ich kann hier gerne noch einmal um die Ecke fahren, aber wir müssen erstmal in die nächste Stadt.
Okay, alles gut. Mucke an. Ach ja. Mal gucken, vielleicht weiß... Aber ich glaube, hier ist kein Store. Ne. Da ist das Motel. Leica Store. Macht auch eigentlich wenig Sinn, dass hier direkt am Anfang einer ist. Gut. Dann gehen wir jetzt einmal schlafen. Und vielleicht haben wir gleich sogar Glück. Weil dann können wir eine neue Route auswählen. Und dann, ja, guten Tag. Gibt es hoffentlich 100. Ja, 20 kostet ein Zimmer. Entschuldigen Sie. Also, ich bin mega rich. Ich habe über 1000 Ostmark. Das ist kein Problem für mich. Aber ich werde trotzdem nochmal die Leute nerven. Verschwinde. Ich versuche hier drin zu schlafen. Ach Mann, ey. Und hallo? Ach so, nee, das ist nicht mein Zimmer. Das auch nicht? Ich versuche... Mann, Alter, wie mir niemand mehr Geld geben will. Das ist wirklich dreist. Das ist... Aber egal, erstmal schlafen. Ich gönne mir nochmal was zu trinken. Licht ausmachen? Mein Licht war doch aus, oder nicht? So. Zack. Hallo Palette. Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Hey. So, dann gehen wir mal loggerfloggy nach unten. So. Es gibt noch Zimmer 1C. Es gibt 1A, 1B. Ja, aber du meinst das Zimmer. Aber hier ist ja nie jemand drin. Und hier ist ansonsten keine Tür. Danke fürs Bleiben. Sichere Reise noch. Ja, danke, danke, danke. Vielen Dank. Wollte ich noch irgendwas machen? Nee. Ich wollte vielleicht... Ah, nee, stimmt! Ach Gott. Ich muss jetzt ja gucken, wegen der neuen Rude. Oh, bitte. Bitte lass es eine geile Rude sein. Und das Licht habe ich nicht angelassen. Obwohl, doch, ich habe es angelassen. Wir nehmen das mit... Wir nehmen auf jeden Fall... Ja, das ist gut. 280 mit der Tankstelle. Weil dann können wir weiter Sachen verkaufen. Wenn jetzt hoffentlich die Strecke gut ist. Schauen wir mal. Nee, warte, mein Licht war ja gut, mein Licht war aus. Alles easy. So. Oh, Verdammt, Tabak nur 6 und Wein 11? Was? Ja, egal, aber wir haben die 1000 haben wir so oder so. Wir müssen unbedingt schnell zur Tankstelle kommen. Warte mal, obwohl es sind nur 280 Kilometer. Das schaffen wir auch so. Oh, hinten ist mein... Oh. Kurz mal ausmachen. Habe ich hier aus Versehen aufgelassen. Hallo Welt! Herzlich willkommen, hallo Welt. Vielen Dank für deinen Support. So. 111? Was? Nein. Nein, 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 das waren nicht 111. Nein, das sind 11. 11.1. Leute, seht ihr ganz klar. Es sind nicht 111, da ist ein Punkt. Leute, da müsst ihr aber nochmal zum Optiker. Das tut mir leid. Ach, jetzt habe ich hinten schon wieder aufgelassen, Mann. Was ist denn los? Jan Faust, herzlich willkommen. Wie findest du Deutschrap? Ich höre tatsächlich, auch wenn man es mir nicht glaubt, gerne Deutschrap. Also, ist immer eine gute Sache. Ich bin jetzt zwar nicht unbedingt Fan von jedem deutschen Rapper, der gerade so gehypt wird. Aber ein paar ganz coole sind dabei. Aber meine Favoriten sind immer noch so oldschool-mäßig. Sammy Deluxe feiere ich immer noch mega. Cool Savage. Also... So, wir machen trotzdem Mugge an, Alter. Das müssen wir uns gönnen. Oh Gott. Aber was ist das denn für eine entspannte Musik gerade? Das ist ja ein bisschen Wohlfühlmucke. Nee, ist irgendwas verboten? Oh Gott sei Dank ist Wein nicht verboten. Das wäre scheiße. Medizin. Ja, aber Medizin sollte ich nicht hinten drin haben. Hallo? Guten Tag, Papiere bitte. Arrest!
Au, meine Stimme. Ja, hallo, hallo, Herr Officer. Ist alles legal hier. Also, ich schmuggel zwar die 7 Zwerge und Schneewittchen auch, aber... Oh, das wird knapp. Da war der Leica Store gerade. Leica Store links. Warte mal. Ja, wo war denn da... Ach, stimmt, da oben. Oh, ich habe irgendeine Strafe, muss ich zahlen. Ja, warten Sie, aber lassen Sie mich bitte nochmal zurück. Stimmt, ja, da vorne. Der... Wie konnte man den denn nicht sehen? So, okay, kein Problem. Dann gucken wir doch mal, ob der hier einen Dachgepäckträger hat. Einmal anhalten, aus das Ganze. So. Guten Tag, Sir. Haben Sie einen Dachgepäckträger für mich? Ich grüße Sie. Ja, schauen Sie sich ruhig den Katalog. Ja, ich schaue den Katalog. Extras. Jawohl. Dachgepäckträger. Das Ding habe ich ja schon. Hier das für vorne. Was gibt's noch für Extras? Ja, okay. Ich will jetzt aber gerade nichts streichen. Ich würde dann lieber mal ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Warte mal, Luftfilter? Ja, für so einen krassen Luftfilter. 160, 210, Alter. Da gönne ich mir den einmal für 210. Zündspule? Ja, die bringt ja gar nichts. Batterie? Ja, warte mal, ich gönne mir einfach mal hier den krassesten, Alter. 210. Ah, ne, warte. Luftfilter kosten die beide... Ja, und den nochmal. Zack, Alter. 640. Wird bestellt. Ausgezeichnet. Ihre Bestellung ist draußen. Ja, vielen Dank. Ui. Jetzt wird das Ganze aufgerüstet. Dachgepäckträger. Wartet. Jawoll. Astrein. Und dann werden wir jetzt mal hier schön unter die Haube gucken. Weil hier sind ja sowieso ein paar Sachen. Yo, oh, Serienluftfilter ist sogar null. Hier. Zack. 32 für Motorhaltbarkeit. Kauft ihr für 40 die Extras. Ja, aber warte mal, ich will ja nicht für Motorhaltbarkeit. Ich will ja eigentlich der mich schneller macht. Da müssen wir mal gucken. Ich muss mich dahingehend mal ein bisschen informieren. Plus 1,9 für Motorhaltbarkeit. Warte mal. 28. Was ist denn jetzt da der Unterschied, Alter? Schlauchvergaser. Oh, das sieht aber schon wesentlich geiler aus. Also der Motor, der kann mittlerweile was. Raum hat 2 Euro gespendet. Danke, Alter. Mal gucken, was die Leute schreiben, welche ich mir... Wofür ist der Dachgepäckträger? Ich kann da hier... Ich kann hier Sachen draufpacken. Zack. Und dadurch habe ich einfach insgesamt mehr Platz. Ich weiß zwar nicht, wie ich die Sachen wieder... Ah ja, okay. Also ich habe jetzt einfach insgesamt... Ja, also ich weiß nicht, wie viel Platz. Ja doch, einfach doppelt so viel. Krass. Okay, das lohnt sich auf jeden Fall. Kauf den größeren Tank. Motor ist fast kaputt. Oh, scheiße. Oh, Mist. Ja, aber... Ich kann mir auch jetzt keinen anderen Motor kaufen. Wir testen jetzt einfach mal. Wir setzen uns rein. Hoffen, dass der Motor nicht stirbt. Und bauen einfach darauf, dass wir... Ja, ich meine, ist auch nicht weit. Es sind, glaube ich, 250 Kilometer. Kauf dir Zündspulen. Brauche ich... Ach Mist, da kann man wahrscheinlich mehr als eine. Machen wir in der nächsten Stadt. Alles gut. Reparaturset gab es keine, glaube ich. So, wir fahren mal hier loggerfloggig vorbei. Guten Tag. Ja, vorne raucht es aber auch schon wieder ordentlich. Ich hoffe einfach, dass wir gut durchkommen.
Du kannst mit dem Reparaturkit alles reparieren. Ich weiß, das ist mir mittlerweile bekannt. Das habe ich auch in diversen Parts schon gesagt. Den Motor, ich weiß, dass man den Motor reparieren kann, aber ich glaube, es gab keine Reparatursets. Warte mal, war ich da überhaupt bei dem Shop? Ja, doch, war ich. Leck die Ziege. Was ist denn da los? Warum? Hä? Da hat einfach jemand random in den Chat geschrieben, leck die Ziege. Junge, was ist los mit dir, Chat? 1000 Ostmark. Schmeckt! Ja, wir haben nicht mehr 1000 Ostmark. Wir haben nur noch 417. Aber 417 ist auch noch krank. Also wenn ich mir das einfach vorstelle, wie wir am Anfang so mega kranke Probleme hatten. So, bauen wir einfach mal darauf, dass das Ganze gut hält. Oh, oh scheiße, es sind ja doch noch 280 Kilometer. Gut, drücken wir einfach die Daumen, dass die Tankstelle relativ früh kommt. Weil ansonsten haben wir echt Probleme, Leute. Also über den Acker fahre ich auf gar keinen Fall. Wir fahren hier über die Chilimili-Brücke. Papageien stinken. Ja, das... generell Vögel. Die machen echt einen Dreck. Ein Kollege von mir, vom früher, dem habe ich jetzt leider nichts mehr zu tun, der hatte auch, das war nicht Papageien, war so Wellensittiche, aber, Alter, das hat in seinem Zimmer schon manchmal echt ordentlich gemockt. Also da hat es echt gestunken. Muss man einfach so sagen. Oh Leute, ich glaube, mein Motor ist kaputt, oder? Der pfeift doch aus dem letzten Loch. Wir fahren nur noch 20 Stundenkilometer. Ich hoffe, wenn es jetzt ein bisschen bergab geht, dass wir trotzdem noch weiterkommen. So, komm schon. Ja, ja, okay, wir kriegen ein bisschen Schwung. Sehr gut. Aber so wirklich... Oh, scheiße. Nee, der Motor ist komplett im Arsch. Wir würden hier ansonsten niemals nur 60 Stundenkilometer gerade fahren. Es geht bergab. Der pfeift aus dem letzten Loch. Wir müssen gleich unbedingt zur Tankstelle. Dann am besten noch ein bisschen was verkaufen. Und dann direkt reparieren. Alter. Oh Mann. Der Motor. Glücklicherweise sind wir... Ey, scheiße. Ich komme ja null voran. Und könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich vorhin 500 Milliliter Wasser getrunken habe? Ich muss auf Toilette, Leute. Es gibt einen Tank mit 35 Litern? Okay, den müssten wir uns echt kaufen. 35 Liter? Also, das wäre uns auf jeden Fall nicht passiert. Vorhin sind wir für die Leute, die vielleicht jetzt erst eingeschaltet haben. Wir sind vorhin vielleicht liegen geblieben. Könnte sein. Oh, da vorne lag ein Päckchen. Aber ich muss den Schwung jetzt einfach nutzen. Es tut mir leid, Leute. Es tut mir auch im Herzen weh, aber ich habe keine Lust, dass ich jetzt wirklich irgendwie wieder liegen bleibe. Sofern das überhaupt möglich ist. Aber der Motor ist einfach komplett... Also, ihr raucht alles. Und... Ach Gott. Der arme Motor. Ja, aber warte mal. Jetzt bin ich gerade sowieso langsam. Das Ding können wir schon einmal mitnehmen. Zack. Zumindest einmal luschern. Vielleicht ist hier ja was Geiles drin. Hier könnte zum Beispiel Wein drin sein. Astrein! Sehr, sehr geil. Das sind einfach potenziell einmal wieder schön 100. Zack. Mr. Crater LP, herzlich willkommen. So, Wagen läuft. Fährt sich aber wie eine Krücke. War das Manu? Wieso Manu? Hä? Wieso schreiben alle plötzlich GLP, GLP? Hä? GLP hat gespendet. Ja, aber da kann auch einfach jemand GLP schreiben. Warte mal, ich guck mal kurz. Ich mach mal kurz den Motor aus. Ja, warte, warte. Weil man kann einfach irgendeinen Namen da reinschreiben, soweit ich weiß.
Kann ich das jetzt hier aktualisieren? Kann ich hier draufklicken? Okay, Ven hat mir 10 Euro donated und hat geschrieben, schmeckt! Aber ich kann nicht verifizieren, ob es der echt ist. Warte, ich guck mal in Discord. Nee, in Discord ist Manuel gerade offline. Also ich glaube nicht, dass es der echte war, Leute. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Oh, aber ich muss mich hier einmal bei AMG1896 bedanken. Der hat nämlich einmal 50 Euro donated. Danke, AMG. Sandra, auch vielen Dank an dich. Dennis, Robert, Hofi, Dead Rider LP, The Minecraft Fun Player mit 12 Euro, Mike mit 10, Christoph haut einen 10er raus, der Paragon 10er, Alisa Noragami 9, Mike Sachen hat insgesamt 8,80, das hatte ich glaube ich schon mal vorgelesen, Donutsucht, die hatte ich auch schon. Vielen Dank! So, jetzt muss ich aber hier wieder reinspringen. Oh Gott, Gott sei Dank ist er angegangen. Ich mag Hunde. Ich mag auch Hunde. Hunde sind einfach Weltklasse. Ich hätte auch so gern einen Hund. Viele sagen dann immer, ja, aber dann kauft ihr doch einen. Das geht nicht, Leute. Also, ich wüsste allein schon nicht, wo ich den Hund lassen würde, wenn Gamescom-Zeit ist. Also, meine Eltern wohnen in Hamburg. Und das möchte ich dem Hund auch nicht antun. Ihn entweder irgendwie 8 oder 10 Stunden da hochzufahren. Oder ihn irgendwie in einer Flugzeugtransport... Nee, das ist scheiße. Das macht wenig Sinn. Das möchte ich dem Tier dann auch einfach nicht antun. Ah, ich könnte mal wieder Mucke anmachen. Und ein bisschen Licht. Wir werden auf jeden Fall gleich, wenn wir bei der Tankstelle waren und im Leica Store, den größeren Benzintank kaufen. Oh, jawohl. Oh Gott, ey, wenn der jetzt kein Reparaturkit dabei hat, Junge, dann gibt's aber Fressbrett. Links-Rechts-Kombination, Junge. So. Dann schauen wir mal. Anhalten, weil ich muss sowieso einmal tanken. Zack. Licht aus. Gibt es dort drin ein Reparaturset? Das werden wir gleich sehen. Vorher gehe ich kurz auf Toilette. Da bin ich wieder. So, lassen wir uns mal überraschen. Reparaturset. Nein. Ach komm, es ist nur ein Reifenflickzeug. Das kann doch nicht deren frickin' Ernst sein. Als ob. Was bringt das hier? Oh, Einkaufswert 22. Nehme ich mit. Kaufe ich auf jeden Fall. Zack, zack, zack. Ach komm, Alter, warum gibt es hier kein Reparaturset? Ja, 2-Takter Öl brauche ich nochmal. Das kann doch nicht wahr sein. 48 Sekunden war ich weg. Nee, also sorry, ich war super schnell. Es waren never ever 48 Sekunden. Ja gut. Das ist natürlich jetzt echt blöd. KAT Rosenhof. Danke. Herzlich willkommen. Kommt mal wieder Raft. Raft kommt, wenn es das nächste dicke Update gibt. Also wirklich eins,
wo mal ein bisschen mehr kommt, wo GLP und ich auch ein bisschen mehr Stuff zu machen könnten. Wir haben es mitbekommen, dass Tiere mittlerweile im Spiel sind, aber das rechtfertigt noch kein neues Let's Play oder so. Oh Mann, das wird eine geile Zeit. Da jetzt nochmal komplett... Oh Mann. Ich hätte fast schon wieder Bock, mich nach Hause zurückzusetzen. Könnte ich vielleicht auch nochmal ein bisschen was kaufen. Weil in dem Leica Store sind wir schnell. Und hier würden wir auch keinen ganzen Part verschwenden. Warte mal. Aber es sind 11,1. Ist ja kein Schreibfehler. Nee, wisst ihr, ey, ich setze mich zurück. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, mit 20 km/h hier wieder durch die Gegend zu fahren. So, komm, Alter. Nach Hause zurückkehren. Batz. Macht man einfach mal. Oh, Scheiße, ich habe nicht bezahlt. Oh, Mist. Was passiert denn jetzt? Oh, warum bin ich immer so dumm? Kriege ich jetzt eine Strafe? Was ist mit meinem Geld? 417. Ist gleich geblieben, oder? Ich weiß es nicht. Gamer Kids hat 1 Euro donated. Danke, Gamer Kids. So, warte mal. Jetzt müssen wir kurz mal ein bisschen... Jetzt müssen wir Tempo machen. So, wir gehen jetzt hier einmal ran. Zack. Schnell die Ruder auswählen. Ich meine, wenn wir den Benzintank haben, hier nehmen wir... Wir nehmen die 350 Kilometer Strecke. Oder die 210er. Aber dann hier könnte ich zweimal verkaufen. Wir nehmen die 350er Strecke. Wir haben ja eh genügend. Das ist kein Problem. Also der 35 Liter Tank, den will ich jetzt unbedingt kaufen. Und da muss ich halt gucken, dass ich vielleicht auch... Ich habe den Platz ja jetzt. Dass ich mehr Reparatursets generell auch auf Pump mitnehme. Hä? Achso, der Vergaser. Okay, ja, mein Motor hat eine Haltbarkeit von 0 von 4. Alter Schwede. Okay, den hat es komplett zerrissen. Einmal hier reparieren. Dann gucken wir gleich, wie viel der Wein wert ist. Okay. Warte mal, hier 3 von 4. Okay, wir werden jetzt erstmal nur... Benzintank sieht auch noch gut aus. Nur erstmal den Motor auf Vordermann bringen. Okidoki. Achso, stimmt. Wie sieht's aus? 24 nur für Wein, 7 für Tabak. Ja, lauchige Preise. Also da müssen wir Reifen. Reifen lasse ich drauf. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit hier freaking Reifensimulator spielen. Magere Ölmischung. Ich werde sofort das Öl wechseln. Hier noch einmal. Zack, vollfüllen. Und dann geht's auch los. Hier. Yeah. Ja, einmal bitte. Ach so. Ach, der Tank ist ja schon voll. Stimmt. Ja, aber dann kann ich das ja mitnehmen. Das ist doch gut. Hä, wieso passt das nicht nach oben? Kann ich das nicht nach oben packen? Dann kommt... Oh, warte. Dann kommt halt der Kram da oben rein. Hier. Ja, genau. Das passt alles. Das ist sehr gut. Dann werde ich mal meine gesamten Flaschen nach oben packen. Alter, wie viel Platz wir jetzt einfach haben. So, der Kram, der kommt dann nach rechts. So, und die kommen auch schön nach oben. Wir müssen gleich mal gucken, wie viele Flaschen haben wir insgesamt. Florian Stolle, herzlich willkommen, Florian. So. Zack. Ast rein. Dann kommt hier... Wir haben ja auch immer noch Würstchen, Alter. Maxel Davis, danke für den Euro. So, jetzt gucken wir mal hier. Das ist gut voll. Dann machen wir hier die Mischung nochmal fertig. Und dann sind wir auf jeden Fall endlich auch mal wieder ein bisschen schneller. So, optimale Mischung. Wir machen das aber komplett leer, das Ding. Zack. Rein damit. Und wenn mich nicht alles täuscht, können wir jetzt los. Ah, ich könnte einmal kurz noch Batterie gucken. Zack. Gamer Kids, dann nochmal ein Euro donated. Danke, Gamer Kids. Ladestand, ja, 64% reicht auch. Alles hinten dicht. Reinsetzen, let's go. Dann werden wir gleich auch nochmal in den Leica Store. Stimmt, den erreichen wir auch echt schnell. So, zack, let's go. Mucke können wir anmachen. Ah, die Reifen aufs Dach.
Ah, warte, geht das? Haben die Reifen Platz? Das will ich nochmal kurz überprüfen. Das wäre natürlich geil, wenn man da oben auch noch Reifen draufpacken könnte. Dann hätte sich's auf jeden Fall mega gelohnt. So, kurz mal anhalten. Das wäre ja mega geil. Es sieht so aus, als wäre da noch extra Platz. Zack, zack, zack. Oh, mehr als drei geht nicht. Jetzt bin ich mal gespannt. Mehr als drei Reifen? Astrein! Ja, okay, zwei kann man hier hin. Ja, dann hat man einen kompletten Satz neuer Reifen. Ich will das jetzt nochmal mit der Zündspule ausprobieren. Ob ich mehr als eine Zündspule einbauen kann. Mal gucken. Zack, weil da war doch auch noch Platz. Nee. Kann ich noch... Also hier, die haben keinen Platz. Aber da sind ja noch zweimal Bereiche frei. Ich kann das Ding einmal tauschen. Zack. Ich werde... Ja, da ist auf jeden Fall ansonsten noch Platz. Hä? Ja, okay, wahrscheinlich ist nicht immer Platz für... Man braucht die verschiedenen Sorten. Das kann natürlich sein. Und warum baue ich hier immer die falsche ein? So, weg damit. Komm her. Und dann die frische. Gut. Jetzt ist das Papamobil aber fertig, Alter. So, und ich hoffe, hier gibt es gleich eine geile Tankstelle, die mir noch was verkauft. Bei dir ist auch ein Leica-Store neben der Werkstatt. Ach, ich Vollidiot. Bin ich blind, blöd, beides? Was? Seit wann ist denn der da? Ach, der ist zu. Leute, der Leica-Store ist zu. Wusste ich natürlich. Ich bin doch nicht blöd. Glück gehabt. So. Okay, dann auf nach Dresden. Ein weiteres Mal. Ist das jetzt der letzte Part? Nee, ich werde nochmal einen Part machen, wo ich das neue Auto vorstelle. Irgendjemand hat mir in Discord geschrieben. Ah, Mordado hat einen Plus gemacht. Für den Aufnahmetermin. So, Mugge an. Was geht so im Chat ab? Du kannst den kaufen für 100. Ja, aber nee, das bin ich nicht bereit zu investieren. Ich bin doch nicht Krösus. Palle, da ist ein Paket im Schrank. Ja, aber das Paket, damit kann man nur Lackierung wegmachen, soweit ich weiß. So, das sind doch mal wieder Geschwindigkeiten, die ich gerne mag. Logger floggig, jetzt sind wir schon wieder auf 80. Also mittlerweile geht der Wagen echt gut ab. GamerKids hat nochmal 1 Euro donated. Danke. Danke, GamerKids. Wie teuer war das Spiel? Oh Gott, ich weiß das gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall auf Steam geholt. Warst du schon mal in Trier? Nee, war ich noch nicht. Ah, 3 Zündspulen muss ich mir kaufen. Okay, ja, das mache ich. Ist kein Problem. Baue ich ein und dann zündet der Wagen wie eine Rakete. 12,99 Euro kostet das Game. Ist meiner Meinung nach ein gerechtfertigter Preis. Ist halt kein Vollpreistitel. Ist hinter mir schon wieder irgendein Auto? Ja, Junge, überhol doch, bitte. Überhol rechts. Auch wenn man das eigentlich nicht darf. Zieh ich dem gerade davon? Krass, tatsächlich. Mann, hat der ein scheiß Auto. Spiel mal Papers, Please. Papers, Please habe ich doch durchgespielt, Leute. Das wäre einfach... Das wäre witzlos, ganz ehrlich. Toll, jetzt hat er mich überholt. Junge, der ist da aber auch bergauf gefahren wie so ein Berserker. Aber nicht 3 einzelne Zündspulen? Hä? Das verstehe ich nicht. Hunde sabbern. Ja, Menschen sabbern auch. Also, das sabbern haben die gemeinsam, ne?
Astroneer? Nee, Astroneer bei Zombie, Leute. Zombie und GLP. Wasch das Auto. Nee, ist doch super sauber. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. So, wir wollen nach Dresden. Kommt hier nicht auch gleich die Tankstelle? Hoffentlich. Weil ich würde ganz gern nochmal Reparaturset etc. kaufen. Das wird wirklich praktisch. Oder warte mal, war auf meiner Strecke gar keine Tankstelle? Doch, oder? Jawohl, da kommt doch die Tankstelle. Sehr, sehr gut. Ja, tanken ist immer sehr klasse. Tim hat 2 Euro donated. Danke, Tim. So, dann fahren wir mal hier rein. Tanken müssen wir eigentlich nicht. Das schaffen wir, den Rest der Strecke. Wir könnten höchstens ein bisschen was kaufen. Warte mal, ich guck mal kurz in meinen Motorraum. Eigentlich sah es doch da gar nicht so schlimm aus. Okay, da haben wir die Haltbarkeit. Oh Gott. Okay, Haltbarkeit. Müssen wir doch ein bisschen was kaufen. Oh, vor allen Dingen könnten wir vielleicht einen Wein nochmal. Oh, 36. Nee, da lasse ich lieber die Finger von. Das ist mir doch ein bisschen zu teuer. Ey, was ist... Ach doch, da hinten ist ein Reparaturset. Sehr, sehr gut. So, einmal bitte Reparaturset. Ansonsten 9,3 will ich eigentlich auch nicht kaufen. Nett, FXLP, danke für den Euro. Ja, Kaffeebohnen, nee, ich kaufe hier nicht großartig was. Das lohnt sich. Obwohl, die 36 lohnen sich schon, wenn ich den wieder... Ja doch, warum mache ich das nicht? Ich habe doch gerade die Kohle. 124. Wir sollten uns ja trotzdem den Benzintank etc. leisten können, oder? Obwohl, wir haben auch nur noch 400. Aber so ein Benzintank ist doch nicht so teuer. Das könnte aber knapp werden. Egal. No risk, no fun, Alter. Setz mein friggin' Motto. Wollen wir mal kurz die Kohle raus. Notfalls werden wir schon irgendwas verkaufen können. So, hallo. Ja, ja, danke, danke, danke. Einmal das, das, das. Kauf dir die Würste, die werden nach der Grenze vom Preis höher. Okay. Warte, aber erstmal muss ich hier ein paar Sachen ablegen. Wo sind denn da Würstchen? André Bäume, herzlich willkommen. Aber hier gibt es keine Würstchen. Hier gibt es nur nervige Kaffeebohnen. Und Medizin. Das lohnt sich nicht. Nehmen wir die letzte Buddel mit und fahren direkt los. Ey, wenn wir nochmal so einen krassen Preis hätten, das wäre einfach mega. Da könnten wir nochmal locker 500 Ostmark verdienen. So, Tür zu. Kannst du Russisch? Nee, ich kann kein Russisch. Die einzigen Fremdsprachen, die ich beherrsche, sind Englisch. Und das war's. Ah, da vorne ist wieder die Palette. Hey, Palette. So, let's go. Muss ich links oder rechts längs? Links? Nee, rechts, ne? Fahre ich jetzt richtig oder falsch? Ich habe keinen blassen Schimmer. Ja, wird schon richtig sein. Ah, den Wagen reparieren, stimmt. Guter Einwand. Zack, da oben ist das Reparaturset. Dann einmal hier den Filter. Dann den Vergaser und einmal den Motor. Zack, und da ist das Ding weg. Haben wir wenigstens 3 Haltbarkeit. Boah, sind wir mit dem Wagen? Krass. Schon 8000 Kilometer. Das ist echt nicht schlecht. Wir haben schon gut was abgerissen. Wann beginnt das ARK-Projekt? Also, das dauert noch ein paar Monate, Leute. Also ganz ehrlich, magst du Pizza? Wer mag denn bitte keine Pizza? So, Dresden. Ja, das ist Dresden. Ja, Dresden ist richtig.
Epic King Clan beschwert sich. Warte mal, Epic King Clan. Ich guck mal kurz nach. Schauen wir mal. So, zack. Nee, ist alles richtig. Zack. Auf dem Rücksitz ist Onkel Lüfti? Nein, Junge, dann wäre der ja abgekratzt, der Onkel Lüfti. Wann fährst du nach Hamburg? Boah, das weiß ich nicht, wann ich das nächste Mal in Hamburg bin. Das wird, denke ich, aber noch ein bisschen dauern. Also, Wuski, 2 Euro donated. Danke, Wuski. Mein Traumwagen. Boah, ey, ich habe eigentlich keinen wirklichen Traumwagen. Also, ich bin jetzt auch nicht so übertriebener Autonah. Muss ich ganz ehrlich sagen, natürlich würde ich zu einem Bentley oder einem Rolls-Royce nicht Nein sagen oder so ein geiler Lamborghini. Aber es gab jetzt nicht unbedingt ein Auto, von dem ich immer geträumt habe. Obwohl, so ein altes Porsche Cabrio, das wäre schon geil. Aber ja, ansonsten, mein Traumwagen wäre im Grunde genommen elektrisch betrieben, tatsächlich. Weil diese Beschleunigung, Junge. Die Teslas gehen ab wie Schmidts Katze. Das ist schon ziemlich geil. Zudem mag ich, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es ökologisch jetzt nicht unbedingt so das Beste ist, mag ich einfach SUVs, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist einfach cool jetzt in München und Umgebung. In Köln oder auch in Hamburg würde ich sagen, oder würde ich mir auch niemals ein SUV holen, weil das ist Schwachsinn. Aber hier in München und Umgebung, wenn man Richtung Österreich etc. fährt, ist es manchmal schon ganz geil, einen Wagen zu haben, der eben nicht so krass auf der Straße liegt, weil du dann einfach ja keinerlei Probleme hast. Jetzt hör auf zu hupen da hinter mir! Irgendwie mit Unebenheiten, wenn du tatsächlich mal eine schwer befahrbare Straße passieren musst, dann ist es überhaupt kein Problem, weil du hast einfach die Bodenfreiheit bei dem Wagen. Das ist halt einfach geil. So, bei einer Limousine oder so, da ist es einfach, da setzt du auf. Was ich auch selber schon, also im Skiurlaub habe ich es auch geschafft, den Wagen einmal aufzusetzen. War ein bisschen ungünstig, war jetzt nicht unbedingt so geil. Und einfach, ich muss sagen, weiß nicht, oh Gott. Oh, Leica Store! Leica Store, ja. Zack. So, einmal ausmachen. So, jetzt, oh, Licht ist noch an. Einmal hier Licht aus. So, und dann einen dicken, fetten Benzintank, Alter. Komm, zeig mir den dicksten, den du hast. Ja, schauen Sie sich ruhig Katalog, bla bla. Oh, was ich auch noch gerne kaufen würde, ist bei Extras. Oh, das haben die. Warte mal, aber Treibstoffbehälter. Hier, den für 330. Ja. Ja, den kann man sich mal gönnen. Nein, ich habe keine 330 mehr. Scheiße, wie viel habe ich denn noch? Ich muss irgendwas dringend verkaufen. Die Reifen kann ich verkaufen. Wie viel habe ich? Ja, warte, aber wenn ich die Reifen, die bringen jeweils 20, dann muss ich mal kurz hier einmal rumfahren. Aber warte mal, ich habe doch da nicht mal mehr die Kohle, um zu tanken. Aber ich habe hinten auch so noch Reifen drin. Die müsste ich dann halt erstmal einfach alle verkaufen. Das ist doch an sich eine gute Sache. Oder warte, ich gehe jetzt erstmal schlafen und guck, dass ich vielleicht Glück habe mit den Preisen. Das wäre natürlich auch eine nice Sache. Das werde ich, glaube ich, machen. Das macht auch nur Sinn. So, hier werden wir noch nicht einkehren. Weil ansonsten habe ich ja kaum was, was jetzt irgendwas wert ist, was ich verkaufen könnte. Wo ist denn das freaking Motel? Hier auf der linken Seite? Ja. Auch wenn mich das natürlich nochmal 20 kostet. Ich hoffe einfach, dass wir das refinanzieren können. Hoffentlich. Drückt die Daumen. Ich bin aus Versehen ein bisschen dumm ausgestiegen, denn ich muss ja hier wieder mein Geld mitnehmen. Herzliche Grüße aus Berlin. Ja, schöne Grüße zurück. Yay, yay, yay. So, hey, ja, ja, ich werde bei Ihnen bleiben. Ja, 20 fürs Zimmer, Halsabschneider. So.
Weh, jetzt ist da keiner im Hotel, der mir schön 25 oder so gibt. Klopf, klopf. Ach Mann, bitte. Ich klopf nochmal. Hallo? Verschwinde. Ach Mann. Bleibt noch ein... Jawohl! Schön 20 abgecashed. Das bedeutet, wir haben kein Minus gemacht. Könnten jetzt sogar noch mit Plus rausgehen aus dem Hotel. Nein. Achso, das ist mein Zimmer. Schließe ich mal... Nee, warte, ich klopf erstmal. Joe! 4,11 Euro donated. Danke, Joe. Okay, keiner, der mir ansonsten noch Geld gibt hier im Hotel. Ah, kein Problem. So, dann gehen wir mal kurz Lummel-Lummel. Schön ins Bettchen legen. Thanos! Der echte Thanos? Hat 1 Euro donated. Danke, Thanos. So, Tag 17, Dresden. Ja, sehr gut. Danke, danke, danke. Bitte einmal Äuglein aufmachen. Dann wähle ich direkt die neue Route. Und dann werden wir hoffentlich eine geile Zeit haben, weil ich dann hoffentlich Millionen mit dem Wein verdiene. Danke fürs Bleiben. Sichere Reise noch. Ja, 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 ja. Selber sichere Reise, ne? So, wie schaut's jetzt aus? Und. Welche Route nehmen wir? Ja, ich nehme... Ah, ich habe keinen Bock bei Regen. Obwohl hier sind... 420 Regen. Aber da ist die Strecke wenigstens nicht so schlimm. Das sieht schon wieder aus nach einer richtig räudigen Strecke. Oder ich fahre halt einfach 210 Kilometer durch. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich bin ja schnell da. Nee, ich nehm die 420. Der Regen ist mir erstmal egal. Wichtiger ist vielleicht jetzt... Oh, es wäre... Bitte, bitte ein guter Preis. Nivox Gaming, 2 Euro donated. Danke, Nivox. So, jetzt mal schauen. Oh nein, 5,1 nur wert. Und der Wein 31. Oh Mist. Egal, müssen wir Reifen verkaufen. 80 würden wir dadurch ja verdienen. Die 80 müssten uns erstmal, müssten uns ganz gut helfen, glaube ich. Benzintank, ja, ich hole mir jetzt den Benzintank. Alles easy. Aber erstmal muss ich kurz... Ah, warte, ich muss links, ne? Meine Reifen verkaufen. Bringt nichts. So, kurz gucken. Was für ein Auto fährst du? Ja, das wüsstet ihr wohl gerne, was für ein Auto ich fahre, ne? Es ist ein Lamborghini. Ein Lamborghini Porsche. So, jetzt gehen wir mal hier ran. Zack. Auto ist aus. Dann schnappen wir uns die ganzen Reifen. So. Kriege ich denn für die noch Geld? Nee, Verkaufswert 0. Okay, kein Problem. Gehen wir hier einmal ran. Wir müssen vielleicht sogar noch Reifenflickzeug kaufen. Zack, zack. 40 schon mal. Reparaturset. Ja, warte mal. Ich werde jetzt erstmal verkaufen und dann gucken wir, wie viel wir noch übrig haben. Ist ja alles kein Problem. Alles locker easy. Klumpi hat einen Euro donated. Danke, Klumpi. So, schön 80 abgecashed. Das werden wir auf jeden Fall... Ah, warte. Nee, ich werde jetzt erstmal Geld holen. Ich gönne mir jetzt erstmal das Geld hier. Zack. Dann hole ich mir auf jeden Fall den Benzintank. Dann werde ich sowieso nochmal arm werden, weil ich so viel Kohle zahlen muss. Allein, um das ganze Benzin da reinzufüllen. So, 373. Oh, das wird auf jeden Fall... Also, das könnte knapp werden. So, dann direkt zum Leica Store. Mann, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schwer ist, jetzt noch meinen Wein irgendwie an den Mann zu bringen. So, muss ich links oder muss ich rechts rum? Ja. Ich glaube, rechts rum war falsch. Ich glaube, es regnet in dem Laden. In diesem Spiel regnet es überall. Es ist... Ah, warte mal, der Leica Store war da vorne am Ausgang, ne? Ja. Und einmal drehen. Black Dragon, danke für den Euro. Ja, da vorne ist der Store. An dem bin ich ja das eine Mal schon vorbeigefahren. Nee, warte. Nee, hier ist ja gar keiner. Ah, dann war der doch da vorne. Ach, sorry, Leute.
Ich habe leider ein bisschen Kopfschmerzen. Und das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass ich schlauer werde. Und die Zinsspulen. Ja, Leute, ob wir die Kohle noch haben für die Zinsspulen. Weil im Grunde genommen sind die ja nur wichtig für Starten des Motors, oder? Die Zinsspulen. Irre ich mich da? Ich bin kein Zinsspulen-Experte, aber... Edda, auch nochmal ein Euro. Danke, Edda. Alzheimer. Ja, Alzheimer ist real, Alter. Alzheimer ist wirklich real. So, da ist der Leica Store. Gut, dann fahren wir kurz mal ran. Hey, hey, hey. Guten Tag, lieber Leica Store. Zack. Ich müsste doch eigentlich auch meinen alten Benzintank noch ganz gut loswerden, oder? So, hallo. Ich würde ganz gerne einen dicken, fetten Benzintank bei Ihnen kaufen. Benzintank ist... da, Treibstoffbehälter. Oh ja, wieder in der geilen Farbe. Wird bestellt. Dankeschön, meine Bestellung war da draußen. Ja. Dann werden wir den einmal direkt wechseln. Aufmachen das Ganze. Oh ja, 28. Das ist gar nicht schlecht. Alter, 30 Liter. Ja, oh, beziehungsweise noch 5 Liter Treibstoff extra. Krass. Nee, aber 8 Kilogramm kein Öl. Okay, ja, dann muss ich... Oh, scheiße, ich habe jetzt auch gar kein Öl dabei. Warte, ich muss es anders machen. Ich fahre jetzt erstmal kurz noch mit dem Tank. Den packe ich bei mir ins Auto und dann wechsle ich kurz bei der Tankstelle. Ach, steigt doch nicht wieder aus. So, einmal raus hier. Zack. Und dann fahren wir kurz bei der Tanke vorbei. So, sehr gut. Komm her, liebe Tankstelle. Zündspulen sind jetzt nicht drin, Leute. Ich habe nur noch 43. Zündspule müssen wir uns holen, wenn wir noch mehr Money haben. Verkauf den alten. Ja, ich werde den alten auch fertig verkaufen. Deshalb nehme ich den jetzt ja auch gerade noch mit. Beziehungsweise habe ich den auch eingebaut. So, professionell hier auf die Auffahrt. Ja, sehr gut. Beim Anhalten. Stopp. So, jetzt werden wir das ganze Ding einmal umbauen. Einmal raus. Der kommt jetzt zack weg. Dann kommt der rein. Dann werden wir den direkt verkaufen. Und dann müssen wir wahrscheinlich auch... Ne, erstmal gucke ich, wie viel Kohle ich überhaupt jetzt gleich aufbringen muss. Zwecks tanken. Ja, dazu muss ich ein bisschen weiter vorfahren. Weil ich will die Möhre an sich ja schon vollhauen. Also wozu habe ich einen dicken Tank, wenn ich den gleich nicht verwenden kann? Oh, ich habe den Motor noch angelassen. Zack. Und ich muss die Ölmischung auch noch frisch machen. So, einmal vollfüllen. Von 1000 bis 43. Ja, das stimmt. Alter Schwede. Und fertig. Was kostet mich das? Ah, 25. Okay, 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 okay. Dann müssen wir gleich mal gucken. Wir nehmen unser Geld schon mal mit. Ich muss jetzt ja, auf jeden Fall brauche ich noch Öl. Öl und Reparatursets. Oh, ich habe nur einmal Öl. Das ist, glaube ich, gar nicht so geil. Und noch das Reparaturset. Dann lande ich, dass ich 17 bezahlen muss. Kann ich hier vielleicht noch 36, Medizin 19? Das lohnt sich alles nicht. Nee, nee. Ich könnte vielleicht noch ein Reifen-Flick-Set einmal mitnehmen. Dadurch, dass ich jetzt meine Reifen komplett vernachlässigt habe. Das wäre, glaube ich, keine sonderlich schlechte Option. Einmal Geld.
bezahlt. Danke, danke, danke. Einmal alles mitnehmen. Jetzt habe ich so viel in der Hand. Warte. Zack, 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 zack. Erstmal reparieren. Den einmal. It. Motor einmal. Und da ist er weg. Dann füllen wir das Öl nochmal nach. Magere Ölmischung. Ob, ach doch! Krass! Hä? Jetzt ist es trotzdem sogar noch eine fette geworden. Okay. Habe ich nichts gegen. Ach, wir hatten hier hinten ja auch noch was gehabt. Das packe ich einfach mal oben drauf. Zack. Gut. Dann können wir. Oh, die haben nur noch eine Haltbarkeit. Ah, das tut weh. Das tut einfach nur weh. Vor allen Dingen haben wir jetzt auch, glaube ich, eine dicke Tour vor uns. Einmal zurück. So, jetzt habe ich 30 Liter an Bord. Jetzt kann ich auch ruhig mal ein bisschen Mucke anmachen. Palle, ich habe einen Tipp für dich. Man kann auch in der Tankstelle was klauen. Ja, das weiß ich. Kauf eine Zündspule. Wir haben nur noch 21, Leute. Damit kann ich mir nicht mal großartig was leisten. Also damit kann ich prinzipiell jetzt nicht mal in einem Hotel übernachten. Weil das nächste wird auch bestimmt wieder 25 kosten. Achso. Runter machen. In Ordnung. Schauen wir mal. Ja, 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 ja. Tut mir leid, Leute. Ich muss euch enttäuschen. Ich kann nicht mehr Arrest sagen. Meine Stimme versagt sonst. Wein ist, glaube ich, verboten. Nee, 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 nee. Bevor ich sie gehen lasse, eine Sache noch. Was denn jetzt? Wir haben Beschwerden? Weil ich bin nirgendwo gegengefahren. Jetzt nimmt er mir noch 10... Ey, der will mich doch verarschen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nur noch 11 Ostmark, Alter. Das ist Schikane. Das ist wirklich einfach Schikane. Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Okay, 400 Kilometer sind es, glaube ich, oder? Kann ich kurz nachgucken? Nee, dazu müsste ich anhalten. Und der Wagen zieht auch schon wieder nach links. Wie gefällt es dir eigentlich in München? Extra klasse. München ist klasse. Also muss ich sagen, gefällt mir richtig gut. Yo, ich merke das auch schon. Der Wagen fährt gerade super schwammig. Auch wenn es super unrealistisch ist. Aber hier regnet es selbst in diesem komischen Tunnel. Ich weiß nicht, ob der Sound laut genug ist, als dass ihr das hört. Das macht immer so ein Plätschergeräusch. Warte mal, ich mach die Mucke mal aus. Warte. Hört ihr das? Oh Gott. Okay, Wagen bricht ein bisschen aus, ist aber no problemo. Ist so ein ganz leises Plätschergeräusch. Warte, ich halt mal die Schnauze. Da, man hört's, müsste es auf jeden Fall hören. So, Sturovo, 400, ach, 420 Kilometer, Alter, Pete Dizzle, warum bist du so dumm? 400 frickin' 20. Was mache ich eigentlich? Fahre ich durch? Muss ich eigentlich? Aber ich... Oh, ich muss irgendwas verkaufen, weil ich kann mir echt das Hotel nicht leisten. Oh Mann, Leute. Das sieht echt nicht gut aus bei uns. Wirklich nicht. Okay, meine Damen und Herren. Ich würde mal sagen, ich drücke hier auf die Escape-Taste. Und ich bedanke mich für diesen wirklich wundervollen Stream. Wenn ihr mich supporten wollt, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Abonniert diesen YouTube-Kanal, sofern ihr es noch nicht getan habt. Vielen Dank an alle Leute, die donated haben, die subscribed haben, die Channel-Member geworden sind. Wenn ihr mich weiterhin supporten wollt, gebt gerne Creator-Code Paluten ein. Und ja, morgen gibt es auf jeden Fall noch eine kleine Folge Jalupi. Da werde ich dann so ein bisschen gucken, dass ich meinen ganzen Kram endlich loswerde, sodass wir da wirklich von diesen, weißt du, von die paar Lübbel-Euro, die wir da verdient haben. Okay, wir hatten 1000, jetzt haben wir nur noch 11. Oh Mann,
ist echt peinlich. Okay, Leute, habt alle noch einen traumhaften Tag und ich beende den Stream jetzt. Tschüss, Leute, habt alle noch einen traumhaften Tag. War cool, hat wirklich Spaß gemacht. Aber meine Kopfschmerzen werden jetzt wirklich gerade ein bisschen heavy. Leute, haut rein. Tschüss.